Herzlich willkommen, liebe Zuschauer da draußen. Es ist etwas ganz Besonderes geschehen. Ich habe Besuch bei der Bastelnacht. Wir futtern Linsenchips. Dann ist ein Chip runtergefallen. Der Staubsauger wird ihn finden. Schnell ist es hier. Hi. Ich war stark interessiert. An einem Gerät. Hab mir was besorgt. Und das ist tatsächlich ein Asus Tuff Tuff Tuff. Mann, ist das schon. Was hat denn für ein Staubmagnet, dieses Kunststofftrümmerchen hier? Das hat eben auf meinem Schoß gelegen, als ich Minecraft gespielt habe. Also. Nee, das war nicht dein Schoß. Das war. Das war ein Brett, ja gut, okay. Brettschoß. Ein Schneidbrett. Das ist ein Ryzen 4000 Laptop. Nicht echt, oder? Nee, ist nicht echt. Was? Tuff Gaming. Und zwar ist das hier. Warum eigentlich Tuff? Das ist aber Asus. Tuff? Ja. Ist halt, hört sich besser an als Rock. Das ist das FA506 Römisch 4. Ein Ryzen 4000 Laptopchen mit einem Ryzen 7 4800H. Einer RTX 2060. 512 GB NVMe ist da drin. Ja, 15,6 Zoll Variante ist das hier. 144 Hertz Display. Hat ein paar USB-Ports. Und kostet 1100 Euro. 8 Kerner. Gucken wir uns mal an, oder? Gut. Ja, haben wir gesehen. Scheiß. Gut. Achso. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich erwarte hier so voll die. Hey, wow! Genau. Hier, so. Das ist das Teil. So sieht. Na, hau ab damit! Wir wollen das hier sehen. So. Einschalten. Boah, Kirmes. Kirmes. Hui! Das ist. Im Prinzip ist es schon ein Budgetgerät. Aber als. Für 1100 Euro, ja. Für 1100 Euro, ja, gut, aber du bekommst eine RTX 2060. Also, das ist halt schon im Mobile-Bereich durchaus eine Grafikkarte. Es hat von Haus aus leider nur 8 GB RAM. Was natürlich zu wenig ist heutzutage. Aber man kann was dran machen. Ja, 144 Hertz Adaptive Sync Display. Ihr seht ja hier schon, es hat auch einen Nummernblock dabei. Mattes ist da ja kein Fan von. Ich finde es. Hier ist es aber nochmal was anderes. Ja. Also grundsätzlich muss ich es bei einem Laptop wirklich nicht haben, einen Nummernblock. Ich finde immer, das macht häufig das Ding einfach zu groß. Ja, ich möchte das Ding klein und kompakt haben. Aber ich finde, hier sind sie wenigstens mit dem Nummernblock schön nah rangerückt. Und die Nummernblock-Tasten sind ja auch schmaler als die normalen. Um möglichst Platz zu sparen. Finde ich jetzt hier eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde auch, da wird gerade auch geschrieben, das Tastaturlayout sieht gut aus. Es orientiert sich halt komplett an der Standard-Tastatur, was ich sehr schön finde. Also zumindest haben sie den Block, der eigentlich mittig über den Pfeiltasten ist, hier schön oben hier untergebracht. Findet man sonst meistens irgendwo so noch versteckt oder so als Funktionstaste oder so. Ja, halt entfernen, Pause, Druck und den ganzen Kram, den haben sie hier oben noch versteckt. Das finde ich eigentlich durchaus schon in Ordnung. Und das Ding ist gar nicht ohne. Also gucken wir uns das jetzt mal an. Es ist halt ein Gaming-Gerät. Also es hat weder einen Card-Reader, noch hat es ein optisches Laufwerk, ja sowieso nicht. Noch hat es. Was fehlt denn noch? Was vermisst man denn noch? DisplayPort-Ausgang oder so. Also es hat halt hier HDMI, ein Gigabit-LAN, ein USB 3C, zwei Superspeed, also USB 3.1 schieß mich tot. Und halt hier hat es noch ein USB 2.0 an der Seite. Das war's. Also sonst ist da halt auch nichts drin. Und leider nur diese olle Combo-Buchse fürs Headset. Also die mit dem 3 Pinöpel da, also wo du so ein Handy-Headset dran machst. Ja, bei den meisten Sennheisern ist ja nochmal dieses Kabel dabei, dass du quasi. Ja, auf ja. Einstecker. Achso, bei modernen Sennheisern ist es vorbei, ja. Oh, die Maus geht dabei.
Also. So, uns das mal. Wir versuchen das mal für euch einzufangen. So. So gut es geht. Kann man sowas? Ja, aber Thunderbolt hat ja. Haben ja die meisten nicht mehr. Die gehen ja jetzt schon alle auf USB-C, ne? Also selbst die MacBooks haben ja keine Thunderbolts mehr, sondern die gehen, wie gesagt, voll auf. Ich glaube, ich stelle die Skalierung mal ein hier. Dann ist es besser abzufilmen. Gibt es einen Link zum Lappy, wo man den kaufen kann? Also ich habe den jetzt aktuell nur bei Notebooks billiger direkt lieferbar gesehen. Und da habe ich ihn auch geordert. Ich weiß nicht, wo der Fokus ist. Wir haben noch die Bildstabi an. Die kann jetzt natürlich Terror machen hier. Mal kurz aus. So. Ich meine, wir können natürlich nachher auch mal den HDMI reinballern und dann seht ihr direkt, was da abgeht. Besser als ein i7. Ich habe keine Referenzen zu anderen Notebooks. Ich weiß nur, Ryzen kann natürlich Cinebench, was schön ist. Also, das hier kann der, zum Beispiel. Ist natürlich noch interessant, jetzt für mich pauschal zu sehen, ob der denn dabei auch Strom verbraucht. Im Uhrzeiger. Mhm. Ach, verdammt. Jetzt machst du 180. Genau. Ja, jetzt passt es doch. Ja. Nee, meiner ist es nicht. Das ist Crackies. Ich hab so schöne Sachen nicht. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Suicide Ultimate. Dankeschön. 19 Watt. Das ist ja schön. Kann man auch machen. Ja, wir legen die mal davor. So. Danke, Suicide Ultimate. Nochmal. 1880, so gut war das Ergebnis noch nie. Ja, 92 Watt aus der Dose. Die RTX 2060 hat 6 GB Bildspeicher, ja. Schneller als der 27X. Jetzt in diesem speziellen Fall schon. Also die CPU taktet auch relativ entspannt, so auf 3,9 GHz oder so. Bis 4. Wird dann natürlich auch sofort hörbar. Also das ist kein leises Gerät. Das ist schon ganz nice. Mal natürlich auch gerne mal für euch. Also 1860 war auch das, was ich immer wieder so gebenchmarkt habe. Benchmark. Schreiben das mal kurz auf. Weil ich möchte gern ausprobieren, was es mit dem RAM auf sich hat. Wie das mit dem Upgraden aussieht. Und was es bringt. Weil ein 8 GB Modul halt nur verbaut ist, aber man kann nachrüsten. Ja, ohne Betriebssystem. Genau, wichtiger Hinweis, das Ding kommt ohne Betriebssystem. Das heißt, ihr macht euch einen Windows-USB-Stick, ballert den rein und braucht natürlich eine Lizenz. Aber das ist schon okay. Den RAM kann man aufrüsten. Man kann den RAM aufrüsten, man kann eine weitere NVMe einbauen. Und es ist ein Schraubensatz dabei für eine 2,5 Zoll Platte oder SSD, aber das Kabel ist nicht dabei, was auf die Platine geht. Also das Kabel müsste man kaufen, whatever. Ja. Verbaut ist halt eine 512 GB NVMe. Der rendert ja mein Wohnzimmer. Der rendert dein Wohnzimmer, ist geil, ne? Und das, ja. kommt auch aus Deutschland hier. CPU müsste, denke ich, fest installiert sein. Ja, im BIOS geht halt pauschal nicht wirklich was. Die zeigen einem halt zwar viel an, aber irgendwie großartig einstellen kannst du halt nichts. Der gute Zimmerbench, ja. Zimmerbench. Sieht schon krass aus. Na, so, hier macht er so 4200 oder was. Ja, 4244. Ja, das ist schon...
Das ist schon ordentlich. Der boostet einzelne Kerne mal auch so in Richtung 4.3. Schon sehr nett. Liegt da draußen Schnee? Oder ist einfach nur kalt? Das ist gerendert, ne? Ob du gerendert bist. Am besten ist ja hier echt so das CD-Regal hier. Ja, habe ich noch eins im Keller. Genau ja, so eins. Ja, ne? Ja. Schon geil gemacht. Ja, also, das ist so der Gerät. Wir können hier natürlich auch mal was spielen hier. So sowas hier, so Quake 2 RTX zum Bleistift. Warte mal. Dafür kauft man sich natürlich so ein Gerät. Um Quake 2 RTX zu spielen, klar. Aber wir müssen vorher natürlich den Soundtrack anmachen. Ich habe doch hier einen Chrome auch installiert. Wo ist der Chrome hin? Mittendrin, stand nur dabei. Ja. Grün. YouTube. YouTube.com. Siemscoot 600, heute mal neue Hardware. Funktioniert die Helligkeit? Die Helligkeitsregelung habe ich irgendwie kaputt gekriegt. I don't know. Crouch hier. Oh Gott, ist das auf Tageszeit eingestellt? Ist so duster. Ja, da müsste ja eigentlich ja alles dunkel sein. Hast du das schon mal in Natura gesehen? Mein erstes Mal. Like a Virgin. Quake 2 RTX. Just for the very first time. Aber es konnte vorher doch auch schon gute Lichteffekte, oder meine ich das nicht? Das falsch im Kopf. Ja, aber die haben mal ganz nett die Texturen gepimpt und hier wird die komplette RTX-Palette abgerufen, die es so gibt. Und das bedeutet halt sowohl die Beleuchtung als auch der Schattenwurf als auch Spiegelungstennis wird alles via Lichtstrahlenverfolgung, sprich RTX, realisiert. Und das haut halt brutal rein. Wie du siehst, wir krebsen hier bei 40 FPS rum. Was völlig entsprechend für eine mobile Kiste ist. Für die RTX 2060 halt ist. So. Boah, wie sich das verformt. Was ist das Besondere an Raytracing? Der Lüfter da oben, ne? Ja. So. Normalerweise wird das über Screen Space Reflections realisiert. Das heißt, wenn der im Sichtbereich ist, sehe ich den auch in der Reflektion. So, Raytracing lässt aber die Lichtstrahlen durch die Gegend schießen. Das heißt, ich sehe den Lüfter die ganze Zeit. Auch wenn sonst nicht wäre er weg. Ja. Sonst wäre er jetzt weg. Ja, das ist... Das ist das Geile dabei. Also, hier geht's auch irgendwo raus. Siehst du da den Gegner? Mhm. Also ein Scheiß. Wie halt. Was war das? Irgend so ein Flugzeug da oben. Schöne ist hier dabei, ich weiß nicht, ob der Chat gerade irgendwelche gravierenden Fragen hat. Gut, wir filmen es auch nur mit 30 ab, aber es läuft halt konstant mit der FPS. Das ist schon ziemlich in Ordnung. Schön ist halt auch, dass man die Grafikkarte ein bisschen tweaken kann. Also der MSI Afterburner lässt da Optionen zu. So zum Beispiel den OC-Scanner laufen zu lassen. Das habe ich mal kurz angecheckt, das scheint auch tatsächlich was zu bringen. Sonst hat man hier natürlich auch die Alternative... Man könnte natürlich auch, wenn man jetzt ein bisschen FPS jagen will, dann geht man halt von der Auflösung herunter. Dann sagt man halt, okay, sieht auch nicht so schlimm aus. Ich gehe auf 720p bei 144 Hertz. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? 1024. Ja, und dann läuft es mit 76 FPS. Sugar. Dann hast du hier die High FPS Party.
Wird der warm? Wird der warm an der Stelle jetzt oder macht die das schon über... Überhaupt nicht. Nee, also das Kühldesign ist schon ganz gut ausgeklügelt, wobei die Temperaturen halt schon Halligalli machen. Also bei der CPU geht schon gut die Post ab. Ich finde ja, wenn das ein Gaming-Laptop ist, ja, dann sollte es nicht unter der Handfläche warm werden. Unter der Handfläche, ja, okay, das wird's nicht. Das so, wird's, fände ich jetzt wichtig. Das wird's in der Form tatsächlich nicht. Wenn ich an dem MacBook sitze und der geht mal richtig ab durch das Aluminium-Body, kann es auch unter der Hand warm werden. Okay, das ist halt einfach so, weil ist ja nun mal, leitet ja ganz gut Hitze ab, dann so ein Ding. Das ist aber so recht entspannt hier. Willst du mal kurz spielen? Ja, lass mich. Guck mal, ob ich die Kamera mal auf 1080p stelle und dann. Du sitzt jetzt ein bisschen im Bild. Ja, ich hab das Level geschafft. Cool. Hast du ein Level geschafft? Ja, geil, Mann. Spaß gemacht. Communicator updated. Ne? Wer schießt denn da? Ach, da ist noch einer. Ich meine, weil er pustet jetzt schon ordentlich. Ja. Aber selbst hier oben, finde ich, ist es jetzt nicht so warm. Das Gerät macht schon Lärm jetzt. Ja, ja. Aber ich finde halt hier, das ist alles... Also ich finde gerade hier an dieser Stelle, was man jetzt hier nicht sieht, finde ich halt, da ist jetzt keine Hitze. Also da, wo du gerade spielst. Da, wo ich gerade spiele. Das würde mich stören, wenn das jetzt da warm werden würde. Da würde ich sagen, das ist für mich, das wäre für mich schon kein Laptop mehr, auf dem ich gerne spielen wollen würde. Ich glaube, ich habe die FPS für die Kamera, für den Kamera-Output jetzt nicht gefixt bekommen. Kannst du Ton ja wieder anmachen? Imagine das. Funktionstaste ist da oben dafür. Jetzt haben wir es, glaube ich. Ja, jetzt ist gut aus. Wow, dass der auch mit der Waffe weggeht, wenn man so an die Wand geht. Oder hat er das früher auch schon gemacht? Ja, ich glaube, das war schon drin. Aber du hast halt da teilweise Dinge, die einfach alles spiegeln und was weiß ich nicht was. Kann man an die CPU gut ran wegen Paste wechseln oder muss man komplett das Mainboard raus? Opa Manni, wir machen das Ding gleich auf, da siehst du alles. Im Prinzip kommst du komplett ran. Wir machen das Ding gleich kaputt und dann siehst du alles. God Moon Angel, es gibt eine Demo-Version von Quake 2 RTX. Also wenn du eine GeForce der 1600er Generationen im Haus hast oder halt eine RTX, eine moderne, dann kannst du dir das auf Steam einfach laden als Demo. Wenn du die Vollversion besitzt, dann kannst du auch dann daraufhin verweisen bei der Installation und dann kannst du das dann auch auf Vollversion umbauen. Ist halt leider der Soundtrack nicht drin. Sag mal, wo ist denn das Maschinengewehr? Gab's das nicht? Laptops, die beim Spielen nicht laut werden. Ja, ich glaube, die müssten dann halt irgendwie 10 cm dick sein oder so. Dann ist halt kein Laptop mehr, ne? Das fand ich immer so geil, das Maschinengewehr. Du hast dann normale GTX. Nicole. Ja gut, mit den normalen GTX haben sie es ja auch nachgepatcht, aber wundere dich nicht, es ist kacke lahm. Also Full HD wird da vielleicht mit 5 FPS laufen oder so. Niedrigere Auflösungen, denke ich, sind einigermaßen spielbar. Ja, und selbst wenn du halt nicht dahin guckst, ist es da, ne? Ja, ja, aber auch, dass es so cool gespiegelt ist. Ja. Ob man ein Custom BIOS aufspielen kann, ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also BIOS Flash kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Wobei die aktuelle Version im Auslieferungszustand drauf war. Ist schon krass. Guten Abend, Retrozocker. Was heißt denn, er verfolgt jeden Lichtstrahl? Also er geht dann hin ja, und berechnet... Ja, also alle nicht, aber es ist halt im Prinzip schon die Simulation der Lichtstrahlenverfolgung und dann spiegelt die eine Fläche spiegelt so, wie die Herrschaften das halt vorgesehen haben und dann geht dann der Strahl weiter und du kannst auch die Tageszeit umstellen, nettes. Im Optionsmenü. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal gucken hier, wo war denn, wo willst du denn hier nochmal? Weil du gerade draußen bist, halt das unter Umständen interessant, um mal andere Beleuchtung zu sehen. Video? Environment Setup vielleicht? Da, Time of Day. Evening? Ja, mach mal Evening.
Mach mal Nacht. Hält sich jetzt noch in Grenzen, ne? Mach mal Nacht. Dusk, Custom, Current Time, Night. Was ist das dunkel? Ja. Das hier. Aber in der Nacht ist die Performance besser. Aber es beeinflusst, Alter, das komplette Spiel. Wenn du die erste Waffe nimmst, dann kannst du schön diese Lichtstrahlen da durchballern. Ne? Moin, Nazar RPG. Scheiße, wo geht's denn hier nochmal weiter? Möchte auch nicht die Kanalisation. Ich finde es halt auch schade, dass man natürlich so pauschal nichts weiter einstellen kann, ohne halt den Hackmack zu machen. Finde ich schon ein bisschen schade. Aber. Du gingst doch woanders hin, oder nicht? Mhm. Das ist Bonuslevel. Ja, gehen wir ins Bonuslevel, komm. Hui. Ab in die Sewers. Mein lieber Freund, vergessen das Trinken nicht. Wie drehen Sie sich? Ah, Entschuldigung fürs durchs Bild laufen. Was ziehen wir denn dabei aus der Dose? 130 Watt. Ich dachte, jetzt kommt, was ziehen wir denn dabei an, wenn wir jetzt hier. Ah, das ist so ätzend, das Vieh. Popchem, 200, so läuft es. Im Level. Quad Damage, Baby. I'm not activated to use it, okay? Ja, das Quake 2 RTX, das haut schon voll rein. Also man darf sich da nicht wundern, warum so ein altes Spiel so viel Leistung zieht. Das ist ja das gleiche wie bei Minecraft. Desto mehr RTX-Effekte halt auf einmal aktiv sind, desto mehr muss halt die Grafikkarte dann in dem Moment schaffen. Und das sind halt sehr aufwendige Berechnungen. Und klar, wenn es von Hand von den Entwicklern gut gemacht ist, sieht es quasi ähnlich gut aus. Aber es hat halt immer diese Ecken, wo du dann halt so denkst, so, okay, das können sie halt dann nicht vorgaukeln. Und das ist halt, wirkt dann halt sehr schnell sehr natürlich. Es ist ein Luxusfeature, aber ich meine, das Ding kann es jetzt. Oh oh, pass auf, stehst da mittendrin. Hast kein Damage bekommen. Brauche ich nicht. Auch kein Damage. Ja gut, Knobo vertut dich nicht, wir spielen 720p. In Full HD läuft es mit der Hälfte der Performance in etwa. Gab wieder eine Frage im 3D-Fix-Bild, ja. Wird irgendjemand Command & Conquer Remastered spielen? Der Bersi hat es gestern schon gespielt. Genau. Also auf Bersis Kanal reinschauen. Allen unseren Kanälen folgen, das kann nie schaden. Er braucht schon Damage, ja? Keiner. Sag mal, wo ist denn das Maschinengewehr? Ah! Oh Gott! Das wirft aber keiner. Das Viech um! Voll ätzend, das Viech. Was das Teil halt auch so vermissen lässt, ist so ein bisschen so Einstellungsmöglichkeiten. Ich meine, das Ding hat jetzt ein Adaptive Sync Display. Ich sehe jetzt auch kein Tearing bei Mattes auf dem Bildschirm oder so. Also vermutlich ist es aktiv, aber in den Treibern selber gibt es diese Option einfach nicht. Wahrscheinlich ist es per Hardware einfach eingeschaltet. Aber was halt wiederum cool ist, dass man mittlerweile auch die normalen Treiberpakete halt benutzen kann. Für Grafik und so. Ich hatte 2010, als StarCraft 2 rauskam, habe ich mir auch mal so einen Desktop-Ersatz-Gaming-Laptop geholt von Sony. Und da gab es dann halt nur das Treiberpaket von Sony selber. Also für die Radeon, die da drin steckte. Und ich weiß noch, ich habe damit auch ein bisschen Dirt gespielt. Und jedes Mal musste ich bei Dirt, beim Starten, musste ich rein und raus tappen, damit ich überhaupt Vollbild bekomme, weil der Treiber halt so buggy war. Und bis dann ein Update kam, das hat ewig gedauert. Hat Asus nicht gesponsert, wozu nutzt du das? Ich war einfach mal scharf auf einen modernen Ryzen Laptop und ich kann mir gut vorstellen, das Ding auch mal im Beisein der Familie produktiv nutzen zu können.
nicht irgendwie falsch. Oder mal wohin zu juckeln. Ansonsten, hey, ich finde es gerade für die Bastelnacht. Ja, ist ja auch nicht so viel Last auf der CPU, ne? Danke, Marco. Das sind 8 Kerne. 8 Kerne, 16 Threads. Viel geiler, die Mucke über YouTube zu hören, weil die auch beim Ladescreen bleibt. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Lol, musste ich hier sogar lang oder was? Pro-Tipps. Das ist ein 15,6 Zoll Display. Ich habe mich extra für die kleine Variante entschieden, weil ich es lieber kompakter mag. Ich auch. Absolut richtig. Und ich hatte halt schon mal so einen 17 Zoll Trimmer. Und das ist schon ganz cool. Vielleicht wollen wir uns noch ein anderes Spiel angucken, nochmal Tomb Raider angucken oder so. Oh! Hol in die Fresse. Wenn du ein Level geschafft hast. Nö, das Hardware-Unbox-Video habe ich nicht gesehen. Die Kühlung, the end of the unit. Die Kühlung ist laut. Also. Ja, aber ganz ehrlich, wie gesagt, dadurch, wenn man jetzt nicht merkt, dass es hier nicht warm wird, finde ich, wenn du jetzt noch einen Kopfhörer auf hast, Headset auf drauf hast, dann. Ja. Und die CPU schiebt auch gute, ganz ordentliche Temperaturen vor sich her. Das muss man halt mal in Long Term so ein bisschen beobachten. Dafür habe ich das Ding noch zu. Dafür ist das Ding noch zu neu. Ich habe den gestern bekommen. Levelwechsel. Entering Bunker Base Area. Bunker Base. Kannst du mal umblättern und 92 FPS aufschreiben? Einfach so oder Q2 hinschreiben? Ja, Q2, 92 FPS. 92? Ja. Wir speichern hier mal ab. Das waren aber 720p, ne? Ja. Obwohl, sind das dann P? War das P? PP. PP. Pipi. Pipi. Ups. Kannst du mal, können wir noch starten? Ja, wir können mal, ja, mach mal Shadow of the Tomb Raider an. Oder ne, mach mal CSGO. Das interessiert mich. Das interessiert mich. Das interessiert mich. Das ist interessant. Und ich finde das Display okay. Es ist halt in der Größe 144 Hertz mit IPS. Da kannst du nicht in der Sonne spielen, das kannst du vergessen. Aber es ist matt. Und als 15 Zoll finde ich es voll in Ordnung. Who's the test? Warum ist Mattes dabei? Guck mal, wie schlank der geworden ist. Ja, er ist immer noch. Ach, immer noch Vamp. Erzähl doch nichts. Die Vamp muss noch weg. Der Steve hat 3 Abos verschenkt. Danke, Steve. Ein rüber dickes Mopsi. Wurde daheim und rausgeworfen. Ich wurde zu Hause rausgeworfen. Das passt eigentlich ganz gut von der. Guck mal kurz auf die Settings. Wo sind die denn? Ja, da, Einstellungen, genau. Ja. Was haben wir denn? Auflösung höher stellen? Ja, ja, mach mal. Mach mal Full HD, ja. Mach mal Full HD. Und dann haben wir, glaube ich, hier hoch. Also globale Schattenqualität hoch. Du sitzt wieder davor. Ja, lass das mal. Ja. Wir gehen nur einmal durchgehen. Texturdatei ist hoch. Texture Streaming ist neu dazugekommen. Deaktiviert.
Effektdetails hoch, Shader-Detail hoch, Multicore-Rendering an, Multisampling aus, FXAA an, anisotropisch 16-fach, Bewegungsunschärfe aus. Genau, und dann über den Workshop die Benchmark-Map. Oh, dabei offizielle Spieler suchen musst du auf Workshop. Achso. Workshop K. Das so lange schon nicht mehr gemacht. Dann. Genau, FPS Benchmark. Also. Makes sense. Los. Achso, auf Vollbild gehen. Bitte? Ja, mach mal los, ja. Nee, ich musste zu Hause mal raus. Ich sitze seit 12 Wochen im Keller. Das hört sich so brutal an. Das ist auch brutal. Harter Terrorist. Tu es. Und dann aktivier nochmal Vollbildmodus, bitte. Ich glaube, wir sind noch im Fenster. Ich glaube nicht, Tim. Anzeigemodus Vollbild. Ja. Das ist ja richtig, ne? Ja, ja. Ja, alles klar. Schau dir die Wand an, ja. Die Wand hinter dir, ja. Die Wand hinter dir. Ganz knapp 300 FPS. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und dann auf die Schaltfläche in der Mitte ballern. Da. Wieder? Ja. Schreib mal 300 FPS Wand auf, bitte. Bei dir haut der mal Fenstermodus rein. Habe ich auch schon erlebt, ja. Ja, ich darf seit 12 Wochen nicht mehr auf die Arbeit. Ich muss immer von zu Hause arbeiten. Und meine Kinder sind auch seit 12 Wochen zu Hause. Und so langsam gehe ich am Stock. Meine Frau darf noch regelmäßig auf die Arbeit fahren, aber ich darf nicht. Ich muss komplett von zu Hause arbeiten. Komme dementsprechend nicht mehr raus. Höchstens, wenn ich mal einkaufen darf. Aber sonst bin ich eigentlich komplett zu Hause. Rauchperformance ist sehr gut. Ein AT-Gehäuse, leider nein. Machst was mit Software, wird gefragt. Ja, ne, im weitesten Sinne. Software Engineer. He's an Engineer. I'm an Engineer. 70 FPS Rauch, kannst du das auch aufschreiben. 70 FPS Rauch? Ja. Ich möchte auch noch mal erwähnt haben, ich meine, sie guckt zwar nicht zu, aber meine Frau, das war die Idee von meiner Frau, dass ich vorbeikomme. Ich selbst habe da schon gar nicht mehr dran gedacht. Ach. Und sie sagte einfach, willst du mal komm, mach das doch mal. Also es war jetzt nicht die Art und Weise, es zu sagen, verpiss dich jetzt mal. Wie viel FPS haben wir mit das? 100? Wo steht das? 173. 173. Bitte nochmal Benchmark durchführen. Ich fand das auf jeden Fall sehr zuvorkommend und so. Das ist vergleichsweise relativ ernüchternd. Aber wir gucken mal. Wir müssen bedenken, es ist Single-Channel-Speicher. Doch mal an, ist die alleine. Ruf doch mal an. Gib mir mal mein Handy, bitte. Nein! Doch, gib mal her. Wen willst du denn anrufen? Nee. Achso. Moment, wie hat unsere... Herr Bauer, ich brauche einen Tapetenwechsel. Habe ich geschrieben, ja. Herr Kaiser, man könnte Sachen machen. Herr Kaiser, was beabsichtigen Sie damit? Ich muss hier mal raus. Was machen Sie, das WE? Nichts Konkretes. Man könnte Sachen machen. XD. Formel 1. Uns wird schon was einfallen. Ja, 2 Lenkräder, 1 Stream, Trololo. Wann passt es denn am besten? Welche Optionen haben wir denn? Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es, wenn eine Frau dann gesagt hat,
Habt ihr jetzt eigentlich geklärt, wann ihr trefft? Wahrscheinlich noch nicht. Ne? Naja, so unterhalten sich zwei 40-Jährige auf WhatsApp. 40-Jährige. God damn. Gleichbleibend? 173. Die Nachkommastelle habe ich jetzt eben nicht aufgeschrieben. Ja, wunderbar. So gut. Nochmal 173 hinterher. Hast du 60 GB RAM, den du eingebauen könntest? Ja. That's the purpose of the video. Hab ich dann quit, bitte. Das ist aber quit einfach. Quit. Zack. Ansonsten Shadow of the Tomb Raider noch. Und dann sind wir durch. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da in der Mitte, dieser Mond da. Mach ruhig. Meine Güte, was ist denn hier? Was ist denn mit dem Brüllkäfern wieder los? Ach, Cracky, ist doch nicht 40, sowas sieht man doch. guck mal, Options. Warum wird das bei mir nicht gesagt? Danke, Cracky, jetzt bin ich. Schmidt ist seine Frau, was los. Soll das? Schmidt ist seine Frau. Jetzt bin ich immer los. Was soll das? Und dann nur 5 Party Euro. Party 1000, Skandal. Hauptsache Ravioli geht auf Sendung. Aber verdient die so gut? Oh, Option, bitte. Guck mal kurz, was da für eine Einstellung ist. Wer geht denn hin und macht mal eben einen Account, der heißt Schmerz? Nein, Schmerz, du kannst dich doch nennen, wie du willst. Ach so, ach, für das Donation. Ja, ja. Ah, ja, okay. Ja, ja. Sehr gut. Matt ist voll verwirrt. Warum geht die denn immer los? Das macht die nie. Verdammte Scheiße. So. Schmerz ist voll verwirrt. Gut. Nichts für ungut. Gehst du auf Grafik? Ich glaube, wir haben einfach das sehr hoch Preset. Ultra hoch Preset, ja. Gut. Einfach ultra hoch. Gut. Gut. Okay. Okay. Spielen. Spielen. Ich bin jetzt deine Frau. Wenn du RAM am Laptop aufrüstest, 8 GB dazu, gleicher Hersteller oder besser neue 16 GB besorgen. Ronny K., wir probieren aus. Ich glaube, an gleichen Hersteller kommen es gar nicht so leicht, weil das halt höchstens. Wo ist denn der Speicher? Größtenteils OEM-Produkte sind. Der liegt da oben. Okay, verstehe. Wir gucken uns das einmal fortfahren. Dann stellen wir uns einfach einmal in den Dschungel. Gucken, was die FBS sagen. Notieren uns das auch einmal. Und dann. Ja, Knurro war es wohl, ja? Ja, Schmelle ist wer wohl. Knurro und Koloss. Schmelle ist seine Frau. Ist das gut für die Grafikkarte, die auf 100% Lüfter dreht? So, wo soll ich hin? Das läuft ja besser als auf meinem Rechner. Wo soll ich hin? Er hätte es eigentlich stehen bleiben sollen. Aber ist egal, lauf mal ein bisschen durch die Gegend. Mach das mal. Das läuft überraschend gut mit 8 Gramm. Wo soll ich mal hier stehen bleiben oder so? Nee, lad einfach das Safe-Game nochmal. Ist am besten. Speicherpunkt oder? Ja. Mach mal, wenn das geht. Cheer 100, Cheer 100, Ravio, Rich, Ravio, Schmel. Genau. 73 FPS. Schau, schreiben. Sotter, 73 FPS. TR? Sotter. Ja, was haben wir gesagt? 73? Ja. Dann schreibe ich immer FPS, wenn das eigentlich mehr so geil. Egal. Und jetzt können wir nochmal über die Optionen im Benchmark starten. Dann sehen wir nämlich ein Defizit des RAMs auf jeden Fall. Was soll ich machen? Zurück zum Hauptmenü erstmal. Und dann in den Grafikoptionen gibt es unten den Benchmark starten. Options. Bildschirm und Grafik. Und dann gibt es unten Benchmark starten. Ja, die hat 6 GB Bildspeicher, die RTX 2060. Mein Full HD ist das eigentlich unkritisch. Glaubt nicht, dass das ein Riesenhindernis in Zukunft sein wird, weil man halt immer einen kleinen Regler auch mal bedienen kann. Weißt du, was das Lustige ist? Ja.
mir gerade so einfällt, was richtig lustig ist. Jetzt hast du diese Powermaschine. Ja. Und haust da 16 GB RAM rein. Ja. Und was spielst du im nächsten Urlaub? Bundesliga-Manager. Genau das. Ich habe es gewusst. Schön, dass man auf dem Ryzen auch du Bundesliga... Bringst, du bringst mich jetzt auf die richtige Idee. Das richtige Argument. Im Urlaub Videos schneiden und nicht einen kleinen Würfel-PC, einen Monitor, Tastatur und Maus mitnehmen. Sondern nur Laptop und Maus. Dann heißt es, ich habe in der Woche nichts geschnitten, aber Meppen ist in der ersten Liga. Oder der Bonner SC oder whoever. Bonner. Boner. Boner The SC. Boner SC. Also wenn man hier den Benchmark so ein bisschen beobachtet, man sieht ab und zu ist die Frametime ein bisschen unruhig. Und das sind so Anzeichen von RAM-Sortierproblemen und Schlafstörungen vor allem. Guck mal, jetzt ist nämlich solid as a rock. Komm, ich will die Kichererbsen auch noch probieren. Ich habe die noch nie probiert. Kichererbsen? Ja, wir gucken ja immer auf Kalorien. Holy jetzt. Aber shit. Die will ich schon mal probieren. Caloria. Caloria. Kichererbsen mit 73 FPS. Und? Lohnt es sich, die zu probieren? Na, vom Aldi, ne? Diese Map in Blau-Weiß-Papenburg. Jetzt pass auf, jetzt müsst ihr hingucken, Leute. Jetzt solltet ihr gucken. Was ist das für ein Hut? Der steht mir gut. Da, der Berg. Hast gesehen? Hm? Ja. Ram. Hm. Nicht so schön, wenn die Szenerie da mal kurz fehlt oder sowas. Was hat er denn jetzt in der Zeit gemacht? Er hat jetzt nach und nach immer weiter den Berg in den Ram gepackt? Oder hat den RAM erst irgendwie verarbeitet, dann Platz geschaffen und neu dazugepackt? Das womöglich. Und vor allem hat er vorher mehr FPS generiert. Na, der Bergruf. Ja. Kann man essen. Gibt Schlimmeres. Passiert auch mit 16 Gig bei dir. Okay, das ist interessant. Dann hat es vielleicht doch was mit dem Grafiktexturspeicher zu tun. Aber bei der 560C ist es auf jeden Fall nicht passiert, das weiß ich. Und du kannst halt leider keinen X265 Benchmark mit 8 GB RAM starten. Also Twitch Security 007. Oh wei, jetzt geht es los. Wir werden beobachtet, ob wir genug kommunizieren. Michael, ja schon wieder 100 Bits. Vielen Dank. 1000. Danke, Michael. Macht ihr 1 zu 18 versus 16 SIG. Wie bitte? Wir machen 8 gegen 16. Richtig. Richtig. Sollten jetzt 61 FPS sein. Oder 59. Irgendwie sowas. Manche Feinde tragen Helme. Danke, Nylon. 66 FPS sogar. Heidewitzka, Herr Kapitän. Wo hat er das denn hergenommen? Und nur 41% GPU gebunden. Okay. That's interesting. Wir sind gar nicht im GPU-Limit. Mhm. Was machen wir jetzt? Schauen wir das Ding auf. Feierabend. Ne, wir machen jetzt auf, ja. Sollte man noch warten, bis der komplett abgekühlt ist oder sowas? Fahr mal runter bitte und dann machen wir schöne Dinge. BIOS anschauen, können wir machen. Und starten wir neu. Real Schmörn Wife. Kein U40 Ehemann mehr. Egal, verballere ich eben dein Geld. Großartig. Wenn du Community hast, ne? Ja. Du brauchst keine Feinde mehr. Das hat aber kein CBS. Tauschen Plätze, gell? Wenn du Community hast, brauchst du keine Feinde mehr. Genau so ist es. Und deine Antwort war, das hat kein CBS. Man sieht unter anderem hier oben schon, dass wir zwei Boot-Devices haben. Das liegt daran, weil ich schon eine NVMe nachgerüstet habe. Wie abnehmen morgen? Ich nehme schon seit einem Jahr ab. Da kann man sich schon mal eine Tüte Chips reinschaufeln. So. Also hier, ja, im BIOS geht da quasi nichts. Also man kann sich so ein bisschen was angucken, so ein paar Infos. Man kann das Numpad an- und abschalten.
Ja, Easy Flash Utility. Dann gibt es hier die Smart Settings. Da kannst du den Smart Self-Test an- und ausschalten. Network Stack Configuration. Don't know what that is. Ah ja. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. USB-Config. USB an oder aus. SATA. AHCI-Modus oder RAID. NVMe-Konfiguration. Da sehen wir hier die NVMEs, die installiert sind. Ich finde es relativ interessant. Da ist eine Kingston drin. Eine OM8PCP3512F-AB. Dass sie im Bus 5 Default eingebaut ist. Und die ich nachgerüstet habe, ist im Bus 4. Whatever that means. Wo hast du das BIOS eigentlich her? Von der Asus-Seite. So, ja. Ansonsten halt Boot, Add New Boot Option, Delete Boot Option, Security. That's it. Also man kann quasi nichts einstellen. Man sieht eigentlich im Easy Mode sogar noch mehr Infos als im normalen Modus. Man sieht halt gerade, wie der CPU-Fan abgeht, ob die Batterie geladen ist. BIOS-Version kriegst du angezeigt. Ryzen 7 4800H, 8 GB RAM. Man kann dann leider auch den RAM nicht einstellen oder sowas. Was auch immer das soll hier. Klapp auf, klapp zu. Sieht halt schön aus. Macht bling bling. That's it. Bada bling. Mehr geht nicht. Yummy, yummy, yum. Kann man eine Grafikkarte tauschen? Ich glaube, die ist fest. Brauchst du beim Lappy nicht. RAM einstellen. Werden wir jetzt sehen. Weil das könnte Casus Knactus sein. Ach ja, wir machen noch mal kurz an und schauen uns kurz mal an, was da für ein RAM drin ist. Du schaust jetzt komplett auf ein komplett andere 16er? Ja, genau. Das ist der 506-4, ja. 506 römisch 4. FA 506 römisch 4. Hast du mit Gigabyte BIOS auch schlechte Erfahrungen gemacht? Nicht so wirklich eigentlich. Die wirken halt immer nur so ein bisschen unvollständig und so ein bisschen sehr spartanisch. Aber eigentlich sind die wichtigen Optionen, so zumindest im Desktop-Bereich, sind eigentlich immer drin. Also kann ich jetzt nichts Negatives drüber verlauten lassen. So, ich denke, man kann es ganz gut sehen. So, hier sehen wir Speicher. Man sieht es hier. Steam. Ist ein Modul drin, Single-Channel-Modus, und es hat halt Timings aus der Hölle. 22, 22, 22... Sehr, sehr hohe Timings eigentlich. Also für ein Notebook-RAM wahrscheinlich relativ normal, aber ja. IT. IT. Sind Micron-Chips. Und das entspricht auch dem dem JEDEC-Profil. Es gibt kein XE, hier gibt es kein XMP. Bauer sucht Frau. Es wird spannend, wie der andere RAM läuft, den ich dann hier habe. Warum geht er denn jetzt wieder ab? Das Ding hat keinen XMP-Support, okay. Ja gut, dann wird es natürlich spannend, was man dann da für einen RAM nimmt. Ich habe jetzt ein Kit hier. Mit dem können wir zumindest mal auf Dual-Channel kommen und dann probieren wir es für euch aus. So, wir fahren das Ding runter. Der ist Micron-Chips. Ja, Schmettes ist gerade Micron-Chips. Warum ist denn der Lüfter jetzt nochmal angegangen? Weil er jetzt wieder gemerkt hat, dass er noch heiß ist, oder? Ach, I don't know. Das ist besser. Jetzt ist leise. Also, aber da würde ich sagen, das würde mich jetzt stören, wenn der im Windows-Betrieb auch schon abgehen würde. Aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich denke mal, der hat noch seine Hitze gehabt. Ich denke mal, da wird sicherlich noch das eine oder andere Tweaking stattfinden, BIOS-seitig oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Weil es ist halt auch noch ein sehr neues Gerät. Die waren jetzt durch Corona erst sehr spät auch lieferbar und so. Und jetzt sind sie da. Jetzt macht man auf. Ich mache mal den Overhead-Projektor an. Ich hab ein neues Kit da. Genau, einmal auf 4. Buff. Jetzt macht man auf. So. Fangen wir das mal für euch ein. Wie wir das Ding öffnen? Ich hab das schon mal ausprobiert. Hab das schon mal gemacht. Jetzt muss ich noch meinen Schraubendreher finden.
bin schon wieder verbuddelt. Nicht verbuddeln. Wo ist der hin? So gar nicht. Da oben liegt ein, den suchst du aber nicht, ne? Ich suche eigentlich meinen Feinmechaniker-Dreher, aber. Den du schon immer hast? Ja. Seit 1900. Zwieback. Aber mit dem hier geht's auch. Beim Öffnen sollte man sich die Schrauben schon so legen, wie sie drin waren, weil es gibt zwei, die sind etwas länger und das sind die nämlich hier vor Kopf. Also du hast den schon einmal aufgemacht? Ich habe den schon mal aufgehabt. Ich weiß, wie es geht. Reißt die Garantie futsch? Nö. Garantie ist erst futsch, wenn du die Kühler entfernst. In drei Leistungsstufen einstellbar. Ja, das ist eine Software mit dabei. Das ist ein bisschen ärgerlich. Du musst halt zum einen musst du ein Softwarepaket installieren. Dann musst du aus dem Windows Store eine Software runterladen. Und dann funktioniert das dann auch irgendwie. Also ein bisschen suspekt. Die beiden äußeren hier sind ganz kurz. Also muss man sich auf jeden Fall, sollte man sich so hinlegen, wie man sie rausgeholt hat. Das hatte ich ja auch, wo ich das iPhone aufgemacht habe. Ne? Da ist das ja alles noch kleiner. Ne? Ja. Und dann hast du auch, wenn du an irgendeinem Stecker waren zwei Schrauben dran. Die eine ist eine kurze, die andere lange. Wenn du die vertauschst, dann bohrst du die Schraube mitten durchs Mainboard. Halleluja. Da musst du dir also alles schön zurechtlegen, dass du auch nachher wieder genauso. Warte mal, Bibi. So. Boah, das ist auch eine lange. Die in der goldenen Mitte. Die wollte letztes Mal auch schon nicht raus. So, jetzt zum Öffnen. Das heißt, die lassen wir drin, oder was? Ja, die lassen wir drin, die. Da gewinnen wir schon. Jetzt zum Öffnen. Also hat sich wirklich als goldenes Ding erwiesen, ist halt wirklich das. Die iFixit-Pleck drin. Das Teil hier. Das ist echt. Damit spiele ich Gitarre. Damit spielst du Gitarre. Ja, damit kann man Gitarre spielen. Ja, also das Teil hier. Ja, das gibt es auch als 17 Zoll Variante. Ich denke, das wird sehr ähnlich aufgebaut sein. Das Teil hier ist Gold. Warte, 30 Sekunden, ich kann nicht mehr. Gib mal bitte das Numpad her. Danke. Jetzt aber. Hopp. Das waren noch keine 30 Sekunden. Nee, er soll jetzt gehen. Dem alten Mann doch Zeit. Als ob er nicht die Aufzeichnung gucken könnte. Opa Manni. Jetzt warten wir für den Opa. Der schon drei Weizen-Intos hat und wahrscheinlich uns schon vierfach sieht. Ja. Weil die Waldgeist. Hast geraucht? Verbrennung zwischen den Fingern? Nö, da war einfach nur Haut abgeschabt. Das Letzte, was der Craig und ich tun, ist rauchen. Das ist, ja. Da habe ich einfach nur mal Haut abgeschabt, das war alles. Das Ding hat LTE PCIe Support. Alright. Opa Manni, wir warten auf dich. 600. Der sitzt da jetzt. Warum hört er sich auf? Oder steht da? 655 Leute, wir warten alle darauf, dass der Opa Manni pinkeln geht. Nein. Ich habe eine Hecke geschnitten und habe mit einer elektrischen Heckenschere rumhantiert. Und am Ende des Tages war die Haut an der Stelle ab. Irgendwo abgeschabt. Ihr macht immer Storys daraus. Damals, dass ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe, was ich mir da anhören musste. Ich gebe das jetzt nicht wieder, aber diejenigen sind auf jeden Fall jetzt hier für immer und ewig gebannt. Okay. Ja. Ist er wieder da? Ja, super. Glühstrumpf. So. Zum Öffnen von dem Gerät hier, also das hat sich wirklich super bewährt. Und ich habe überlegt, was kann man denn Allgemeingültiges empfehlen, was auch geht? Und ich glaube, jeder schmeißt das sehr schnell weg, aber hat sowas schon mal gesehen. Diese Gutscheinkärtchen. Nicht so dick, ich glaube, die gut. Kärtchen. Ja, genau. So eine richtige Scheckkarte ist vermutlich zu dick. Aber ich glaube, das hier ist optimal dafür geeignet.
Wir probieren es, darum probiere ich es jetzt für euch aus. Wir fangen einfach mal hier vorne an. Und wir müssen halt hier an der ollen Kante lang. Vielleicht sehen wir es hier besser. Ich kann ja mit das Kameramann spielen. So. Dann gehen wir nämlich hier. Die bricht weg, ne? Die ist aus Pappe. Die ist aus Pappe. Funktioniert doch nicht so. Obwohl, jetzt sind wir hier drin. Oder wenn man halt einfach Gitarrenspieler ist, dann kann man auch ein Plektrum benutzen. Ah, das empfiehlt sich schon. Ja, es reibt ab. Geht leider nicht. Schade. Aber wir haben es mal ausprobiert. Das reißt ab, Röhrig. Röhrig, das reißt ab. Wir fahren hier einfach einmal außenrum lang. Ist das Ding geklebt? Nee, ne? Das ist einfach nur gesteckt. Fahren hier lang. Danke, sagt die Prostata. Fahren hier lang, dann opala. Wir müssen halt hier auch einmal im Bereich des Scharniers müssen wir halt auch einmal so ein bisschen wieder einen Punkt finden. Also das ist hier in dem Bereich. Müssen wir halt da auch einmal drunter. So. Dann geht das nämlich hier einmal lang, dann macht das hier so einen Knick nach unten wieder. Weiterfahren, nicht stehen bleiben. Und dann geht es hier auch wieder runter. So. Gleich hat er verloren. Nice. Sehen Sie nicht. Ja, muss man wieder auf die 4. Da ist das Innenleben. Der fest verbaute Akku. Ist die hier mit einer Schraube fixiert, da mit einer Schraube fixiert. Und dann kannst du ihn rausnehmen. Das ist Gold wert. In Zeiten, wo alles geklebt wird. Was ich jedem empfehlen würde, hier ist der Akku halt auch eingesteckt. Man muss das Ding eigentlich stromlos machen. Immer. So. Das ist das Erste, was man macht, wenn man sowieso so ein Gerät aufmacht. Genau, auch wenn es also ein Handy ist oder so. Als Erstes immer den Strom ziehen. Also kann man hier eigentlich... Das Kabel ist saustarr, der Stecker selber ist gar nicht großartig fest eingesteckt oder so, sondern man zieht einfach nur das Kabel so raus. So, jetzt habt ihr das Ding stromlos. Ja, ich weiß nicht, wer wo sitzt. Ein Ding ist hier auf jeden Fall CPU, das andere ist GPU und es sind fest verlötete Komponenten. Ich denke mal, das hier ist die GPU, weil hier auch der RAM noch dabei ist. Und dann wird das hier die CPU sein. Und ihr seht, ein ganz krasses Kühlkonstrukt. Dann sitzt hier die NVMe. Das einmal. Kannst du da noch eine normale SSD einbauen? So. Ja, ne? Ups. Ich kann das schon noch machen. Wenn du... Ja. Also hier zeigen es euch mal. Ja, hier ist halt die Vorkehrung für eine normale SSD. Und da käme halt das Kabel dran. Aber Kabel ist halt nicht mit dem Lieferumfang enthalten. Ja. Hier ist die NVMe, die ich nachgerüstet habe. Schraube war schon drin. Das war straightforward. Und hier ist die original verbaute NVMe drunter. Und da drunter ist der RAM oder was? Ja, hier ist der RAM drunter, genau. Okay, unter dieser Folie quasi. Ja. Hey, zwei Reviews zum Preis von einem. Ja, Mann. Ja, Mann. SSD oder HDD, wie du willst. Vorinstalliert ist eine NVMe. Genau, eine. Und hier habe ich jetzt eine zweite mit eingesetzt. Wir könnten jetzt noch ausprobieren, ob das Ding auch eine M2 SATA unterstützt. Aber ich denke, das schreibe ich in die Kommentare. Jetzt gucken wir uns deswegen im RAM an. So, nicht zwei Sachen auf einmal machen. Wir holen jetzt mal den RAM raus. Die Dinger haben alle so eine lustige Silberfolie drauf, die wahrscheinlich zur Schirmung dient. Vermutlich. Schirm, Scham und Melone. Hier so, da Silber. Oder damit man nicht sieht, was es für ein Hersteller ist. Keine Ahnung, was das soll. Soll wahrscheinlich Schutz sein. M2 Standard. Weiß ich leider auch nicht. Also diese Schwarzfolie, die bleibt da drauf, oder was? Ja, ja. Das ist quasi... Und der andere Rahmen ist von einer Seite. Kontaktschutz. Oder? Ja, der kommt dann da hin.
Okay. So, wir haben, ich habe jetzt hier ein Kit, das hat mir JZ zur Verfügung gestellt. Das ist ein DDR4 2933 CL17 Kit HyperX. Hyper. XMP Certified. Ich habe keine Ahnung, was der für JEDEC-Spezifikationen hat. JEDEC. Jarek. Hört sich an wie der Bösewicht aus Jedi Knight. Wir probieren den einfach aus. Den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen zum Ausprobieren und dann schauen wir mal. Ich habe auch ein 3200er Kit von... JZ, bester Mann. Ja, ich habe auch ein 3200er Kit von Crucial gesehen mit 32 GB für 170 Euro. Wäre dann vielleicht auch ein Kandidat. Aber wir probieren diesen erstmal aus hier. So. Schräg ansetzen. Runterdrücken. So, und dann hier das gleiche Spiel. Aber ist das die Gaming-Marke von Kingston? Yep. Hoffentlich passiert nichts. Also ich muss sagen, ich finde noch RAM-Tausch an einem Laptop ist noch fast immer das Ungefährlichste. Ja, gefühlt. Also straightforward alles. Absolut. Also immer schräg ansetzen. Ich fand das damals mit dem 10 Jahre alten MacBook so gut, wo das da auf einmal gerannt ist wie sonst was mit dem mit SSD und dem neuen RAM. So, und drin ist er. Verbaut. Na? Ja, komm, komm, wir machen mal eine M2 SATA rein. Wir gucken, ob er sie erkennt. Was soll schon passieren? Komm, machen wir. Geht schnell. Geht ratzifatzi. Passend tut sie. Installiert ist auf dieser hier auch noch nichts. So. Habe ich hier eine 275 GB. Der schreibt, wenn ich richtig informiert bin, kannst du nur eine Festplatte nachrüsten. Entweder oder. Oder sie haben das geändert. Ach so, okay. Ja, es sind halt lustigerweise sind Schrauben dabei. Aber halt kein Kabel. Also. Aber das könnte natürlich sein, dass es geschert ist quasi. Also entweder eine 2,5 Zoll oder halt eine große dann. Also eine NVMe. Aber ich meine, zwei NVMEs drin haben ist doch schon cool. Also. Gibt es bestimmt einen Grund für. Ja, wird wahrscheinlich irgendwas mit den Ressourcen zu tun haben. Wir holen die hier auch einmal raus. Zeige ich euch das auch noch. Das ist nämlich so. Da ist die. Ist quasi auch so hier reingesteckt in diese Schirmung. Und dann dort eingebaut. Und hier ist dann auch das WLAN-Modul. Das ist eine SATA NVMe. Und das hier ist dann eine richtige PCI Express NVMe. Also die ist quasi wie eine normale SSD. Mit einem SATA, mit einer SATA-Schnittstelle und dementsprechend auch den SATA-Limitierungen unterlegen, während eine NVMe mit PCI Express auf die volle Geschwindigkeit des PCI Express-Busses zurückgreifen kann, was halt im besten Fall 6-mal schneller ist. Oder halt noch schneller, wenn es 4.0 ist. So. Ob das Ding jetzt hier 4.0 macht, weiß ich auch noch nicht. Dafür ist es alles noch zu neu. Wo habe ich jetzt die Schraube hingelegt? Kann ja normal nicht weit sein, nicht wahr? Chat, habt ihr die Schraube gesehen? Was ist das für eine, das ist für eine WLAN-Karte? Eine sehr schöne WLAN-Karte. Das ist, glaube ich, der modernste WLAN-Standard. Das ist auch mit Multi-User und so weiter. Schreibt einer links. Links. Ja, da liegen ganz viele, aber da ist eigentlich nicht die. Eine kleine hier. Ich verpipsch noch einmal. Können einfach mal umdrehen. Okay, nicht ins Gerät. Also ich hab sie nicht. Mattis hat sie nicht. Skandal. Wir stecken das Gerät nochmal ein hier. So ein bisschen blind machen. Die ist noch an der Schraube, an dem Schraubenzieher. Die ist noch am Schraubendreher. Yay! Danke. Teppich hat Hunger. Du bist kein Teppich. Hier ist wunderschöner Kork. Kork dir ein. Da ist sie.
Sie hat nie den Schraubendreher verlassen. Visierung. Super. Sag ich doch. Ach, der ja, Roman hat das auch gesagt. Man überliest halt schnell mal was. Danke. Gut. Ja, das soweit für den ersten Blick. Aber dir ist schon klar, wenn du das mit der. Wenn du sagst, cool, es funktioniert mit der Platte da rechts. Ja. Dann musst du das Ding ja dann nochmal wieder aufschrauben, wenn du wieder die andere reintun willst. Ja, gut. Wer sagt denn, dass ich jetzt komplett zuschraube, um festzustellen, dass der RAM gar nicht läuft? Niemand. Kann jetzt einfach einen Deckel draufsetzen und erstmal die Schrauben schrauben sein lassen. Ne? Understood. Deckel draufsetzen ist straightforward. Es ist wirklich, man muss da nichts beachten. Also nicht, dass ich den... Sieht so ein bisschen aus wie Umbrella Corporation. Ja, nicht, dass ich den Eindruck gehabt hätte, dass man da großartig irgendwas kaputt machen kann oder so vom Steckmechanismus. Wie gesagt, diese eine Schraube hier, die bleibt eh drin irgendwie. Die will halt eh nicht mit raus. Die können wir halt mal kurz anziehen. Aber ansonsten Akkustecker wieder rein. So, klipp, klapp. Alles drin, alles dran und umdrehen. Ab dafür. Den RAM legen wir schön an die Seite. Strom dran. Bumm. Ach, Strom hattest du wieder reingeschickt? Ja. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. So. Dann schauen wir mal. Klapper dir ein. Hallo? Strom wieder reingemacht? Ja. Ha. Der Gerät will nicht. Strom fehlt. Der Strom ist ja, der Akku ist ja drin und der war ja geladen. Nein, ich habe eingesteckt. Ich habe den eingesteckt. Stopp, er zieht ja auch Strom. Ja, ja, ein bisschen Strom zieht er, ja. Wo ist... Er zieht auch Strom, wenn kein... wenn kein Akku angeschlossen wäre. Hab ich denn jetzt den Rakel hin? Da unten. Kabel vom Powerschalter abgerissen. In der Konstruktion waren wir doch gar nicht. Wir müssen ja wieder... Hast du doch einen reingemacht? Ja, die eine in der Ecke. Meine Theorie, vielleicht mag er die SATA M2 nicht. Der Pasta-Shooter, der mit dem grauen Haaransatz sieht Mattes aus wie George Clooney minus dem Geld. Hm? Ich hätte es lieber andersrum. Oh Mann, ey. Dunkle Haare und Geld. Servus. Servus, ey, um die unchristliche Zeit schlägt der Mann hier noch auf. Ja, wenn er die Frau ins Bett gebracht hat. Ja, 40 ist nicht mehr der Jüngste. Ist das schon wieder los. Wenn ich 40 bin, dann muss es aber dann eine Sause geben, ey. Sausebo. Wehe, ihr kommt alle nicht. Hallo, ich bin auch zum 30. bin ich auch gekommen. Das stimmt. Dann nicht mehr. Da habe ich sogar was getrunken. Dann gab es noch Egger. Mega von Egger. Echt, warum? Ja, weil meine Frau mitten in der Nacht noch zum Notdienst musste. Mhm. Mhm. Kein Nasenspray im Haus hatten. So. Darf ich auch zu deinem 40er kommen? Na klar, passt da. Auch ein kann sein, dass der nicht hundertprozentig war. Vierziger Party, wo, wer liegt auf? Das ist natürlich direkt die Frage von deinem Vater. Ey. Naja, finde ich schon lustig. Aber eigentlich ist der so drin.
Waren wir bei Marco am Sägeberg. Geht aber nicht an. Also, einmal Platte ab. Just for the test. Dragon. Oh, meine Güte, ey. Draco Dragon King. Guten Morgen. Danke für 3 Months. It doesn't start. Oder fungiert einer der Schrauben als Schalter, von wegen nicht zugeschraubt? Ach so. Gibt es sowas? Das ist bei manchen Geräten eine Transportsicherung. Also Schmiedes, wenn du mich zum 40. einlädst, bin ich entweder dabei oder denke mir zumindest eine exzellente Ausrede aus. Es gibt sowieso nur eine Ausrede also bei dir. Ich. Das ist mit dem Akku hier, der ist drin, also. Okay, dann schrauben wir es einfach mal zu. Massenschraube. Ja, aber dann würde ich doch jetzt wieder die andere reintun. Scheiß doch auf die. Nein. Ja, Ich komme und schenke dir meine Welcome to the Jungle DVD. Geil, dann habe ich schon 2. Der Rahmen ist richtig drin. Ist alles tutti. Alles so, wie es gehört. Du könntest die Schrauben jetzt reindrehen ohne den Deckel und dann nochmal auf die Seite legen. Sonst musst du ja gleich schon wieder daran rumfummeln. Verstehe. Weißt du, ich rede über den Chat, glaube ich. Das wird jetzt funktionieren. Die Frage ist, ob das Ding in der Mitte eine Masseschraube ist, weil ich fand sie sehr, sehr lang dafür, dass sie in der Mitte ist. Zu viele Sachen gleichzeitig tauschen ist meist nicht gut. Immer eins nach dem anderen. You can get it if you really want. Okay, die mittlere war nur eine Vermutung. Doesn't start. Sarkastisch kannst du mit deinen Plantagenpflückern sein. Nee, ich weiß gar nicht, was er da sagt. Netzteil anstecken. Ja, der Akku müsste ja eigentlich noch Saft haben. Der entlädt sich ja nicht spontan, oder? Ja. So nach dem Motto, jetzt hab ich keine Lust mehr. Nimm mal die SATA NVMe raus. Das andere müsste für ein LTE-Modul sein. Aber es waren ja eben auch 2 Platten drin, ne? Si. Si, hombre. Wenn jetzt nicht läuft, dann musst du die gute alte Nullmethode durch. Was ist denn die Nullmethode? Keine Ahnung. Nee, er hat keine dritte eingebaut. Es waren jetzt 2. Das wäre jetzt auch interessant gewesen, wenn man den Speicher wieder rausgeholt hätte. Mhm. Und einfach den einen wieder rein und dann nochmal probiert zu starten, damit man ausschließen kann, dass es der RAM ist. Mhm. Ja. Das ist ja der Laptop ist wovon? Umbrella. Dann kann es nur am RAM sein, dass es kein JEDEC 2666 Profil hat. Die Volt müssen gleich sein. Doesn't start. Okay. Gut, dann tauschen wir nochmal den RAM. Also nochmal Schrauben raus. Und dann nochmal den anderen RAM wieder rein. Und gucken, ob es der RAM war. Ja. Gucken, was der Ball macht. Also kaputt gemacht, glaube ich jetzt nicht. Dafür haben wir zu wenig an dem Gerät gemacht, oder? Ja. Die Kiste ist tot.
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Laptop zumindest angeht und sich dann beschwert über den RAM. Aber wer weiß das? Also bei Desktop-PCs ist es so, ohne RAM starten die Dinger nicht. So einfach ist das. Sagt der Way. Way. Skandal. Im Sperrbezirk. Skandal. Der Marusi. Skandal am Rosie. So. Versuche es mit dem RAM später, falls du dich traust, das BIOS zu flashen. Ich bin nur wegen Mattes hier. Das ist der passt da. Ist schon recht. Hier 100, um die Laune wieder zu steigern. Ach, die Laune ist doch voll da. Alles cool. Geil, für 100 Bits kaufen wir 9. Der war doch nicht so teuer, oder? Nö. War etwas eingenäht. Notebook vom Schmidt ist kaputt. Nee, ist ja nicht von mir. Ich bin nur Beilage hier. Es wurde heute mein An- und Ausknopf repariert, wo ich wahrscheinlich mich jetzt die nächsten Wochen erstmal wieder dran gewöhnen muss, damit ich nicht mal auf den falschen Knopf drücke. Mein Live-Asus-Fluch. 500 Schleifen zahlt man aus der Portokasse. Jetzt muss ich gerade, es gibt von Harald Schmidt, früher aus der Harald Schmidt-Show, so eine super Folge, kann man auf YouTube sehen, wo der erklärt, wie Gerhard Schröder sich das Haus finanziert hat. Ja. Yeah. Dann hat er so aufgelistet, was der alles bezahlen muss. Da kommt dann auch 3,5% für den Notar. Zahlt man gerne. für den Makler. 3,5% ja, für ja. Den Makler zahlt man gerne. Und 1% für den Notar, der muss den Vertrag rüberreichen. Nee, der muss einen Standardvertrag aus dem Drucker lassen. Der muss den Füller aufdrehen und ihn rüberreichen. Dafür sind 1.000 Euro nicht zu viel. Also 6.000 Euro. Ja. Dafür sind 6.000 Euro nicht zu viel. Großartig. Der alte Harald Schmidt-Kram ist super, ist wirklich super, ist schade. Aber der sagt das auch immer so gerne in Interviews heutzutage. Der wird seine Show heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen können. Harald und Manuel fahren zu gut essen. Wo sie den ganzen Scheiß aus ihrer Jutebeutel holen und auf den Tisch verteilen. Manuel Antrag ist doch so voll der Wanderer, ne? Der Wanderer. The Wanderer. So, alter RAM, neuer RAM ist raus. Nur noch alter ist drin. We will see. Geht wieder an, ja. Zumindest hat er kurz geblinkt. Da blinkt auch was. Wir sehen an. Also löscht zumindest eine Lampe. Die sieht man auch im Stream, das Lämpchen. Aber es kommt kein Bild, ne? Beschwert er sich jetzt wegen der Batterie oder was? Ja. Schön RGB-Kirmes. Defekter RAM, ah, war ja OVP, ne? Du könntest jetzt nochmal versuchen, erstmal nur einen Riegel reintun, oder? Gucken wir jetzt erstmal. Endlich mal ein Bild. Das hat aber gedauert. Musste er sich auch gerade erstmal über seine Komponenten wieder... Ja, die haben sich erstmal bekannt gemacht.
Das Blinken ist ein Fehlercode. Jetzt würde einen guten Golf-Kommentator abgeben. Der steht jetzt am 19. Loch. Ach, es gibt ja nur 18. Wir sind gespannt, was Herr Bauer jetzt tut. Er nimmt das 10er Eisen, eine vortreffliche Wahl für so einen Kurs wie hier. Ruft den Gerätemanager auf. Sie könnten auch Kameraarbeit leisten. Entschuldigung, ich war am Kommentieren. Aber was das Problem ist, das liegt halt auf der Seite, was du da tust. Ja, er zeigt tatsächlich nur die Kingston an. Aber es scheint so zu sein, dass er keinen Support hat für die M2. Also jetzt nochmal die M2 raus und ein 8er Riegel rein von dem anderen zum Testen. Und zwar in den Port, wo jetzt der RAM auch schon drin steckt. Und dann würde ich es nochmal versuchen, wenn er dann startet, dann nochmal versuchen, den anderen dazu zu packen. Ansonsten ist der RAM vielleicht dafür nicht geeignet. Das 19. Loch gibt es auch, das ist die Gaststätte. Oh man. Ich baue jetzt die NVMe wieder ein. Was für eine Taste muss ich drücken, um auf die Kamera zu kommen? Die 8. 4 und 8. Ja. Makes sense. Schön, Exempler. Macht ihr Hut? Schmeckt doch Hut. Ich wollte jetzt mal gucken hier. Wegen. Warum bootet er nicht? Jetzt echt Kontakte darin verbogen oder was? Aber wo denn? Also bei was denn? Guten Nacht, Beefy! Wir brauchen gleich echt mal eine Overhead, please. Wir brauchen gleich mal so eine richtig coole Makroaufnahme hier. Makromedia. Achso, zum Gucken wegen Pins. Ja, die liegen flach. Das gibt's auch gar nicht. Was verbogen oder was? What a piece of shit. Du Scheiße. Kann ich das Bild hier drehen? Ja, ne? Krasse Scheiße. Da müsste echt der aber aufpassen. Oh mein Gott. Wie soll man die denn rauskriegen? Mit welchem Werkzeug der Welt? Ach du Scheiße. Geil. Ja, es gibt leider nichts zu sehen. Wie es aussieht, haben wir Probleme mit den Mr. Pins. Also in der Aufnahme für den Akkustromstecker und jetzt sehe ich die Pins aber. Ja. Was denn? Seinert hat geschrieben, was du für guten Content alles machst, Cracky. Danke. Das machen wir alles nur, um die Spannung aufzubauen. Und? Ich kann das jetzt echt nicht... definitiv sagen. Scheiße.
aber da ist doch ein Pin. Und da ist ein Pin. Tri hat einen 100k-Pot oder nicht kaputt? Das ist hier die Frage, Herr MacGyver. MacGyver kann sie gut aussprechen. Ah, MacGyver. Darf ich auch mal gucken? Ja, guck mal. Ich meine, ja. Ich meine, zwei sind Plan. Das ist ganz toll. Der Strom war hier, ne? Silverman. Okay, wo hab ich denn den Kram? Irgendwo hab ich so einen Satz. Tatsache, ey, das gibt's ja nicht. Die sind platt, ne? Ja. Aber hallo. Absolutes Träumchen. Aber ein Wunder, dass er eben trotzdem einmal angegangen ist. Du warst ja auch in Windows. Ja, aber der hat sich ja wegen dem. Ding beschwert da. Gib mal das mit der Kamera eingefangen, ne? Schwierig. Warte mal. Ah, ihr könnt es sehen. Jetzt könnt ihr es sehen. Seht ihr diese beiden Pins hier? Daneben, das sind die Pins, die sind alle gut zu sehen. Und hier sieht man quasi... Das ist halt, der Akku hat so ein starres... Zwei sind verbogen. Der Akku hat so ein krass starres Kabel. Entschuldigung. Wurstfinger. Es ist eine Lupe, ja? Ihr könnt das sehen, ne? Das ist der Stagger. Einfach einsehen. Den könnte ich nicht mehr an. Ja, wir gucken mal, ob wir sie wieder vorkriegen oder nicht. Wie willst du denn da reinkommen? Ja, ausprobieren. Ah ja, I fix it. Ja gut, machst du nix. Eine Nähnadel. Ich glaube, die Garantie ist futsch. Schwieriges Thema. Ganz vorsichtig, ne? Oh. Nicht overpowern. Don't let it overcharge. Ist die Frage, ob der Sack hier die Geräuschkulisse ist schon hart. Kann ja nicht schwerer sein, die Pins von der CPU gerade biegen. Ja, aber an die Pins kommst du dran von der CPU. Ja, das ist der feine Unterschied. Ja, das sah vielleicht jetzt im Bild nicht so aus, aber das geht ein Stück rein in diesen Stecker. Muss man auch erstmal ein bisschen reinkommen. Solchen Dingen würde ich Cracky mein Leben anvertrauen. Und? Ja, absolut. Diese Metallmanschette kannst du halt auch nicht entfernen. Ich habe den einen jetzt ein bisschen runtergebogen bekommen, aber das hilft uns ja auch nicht. Mein Leben! Was ist das für ein... Mein Leben, Kommissar Leber.
What a piece of shit. Not so good, Al. Nee, mit dem Abgewinkelten ging es besser. Großartig. Läuft nicht, oder was? Weiß ich nicht. Es ist sau schwer, da irgendwo einen Zugriff zu kriegen. Holt man sich so ein schönes Spielzeug und macht's kaputt. Ach, jetzt schon, jetzt pitchst du das gleich ab. Das heißt abröhrig. Kriegst halt nicht gepackt, ne? Das ist das Problem. Man bräuchte halt im Prinzip zum Hebeln bräuchte man eigentlich nur so einen Stift davon oder so. Und dann, wenn sie gerade gebogen sind, musst du auch nochmal wieder treffen mit dem. Ja. Jeder, der gleich zuschaut, muss mal so 1,70 Euro spenden. Leute, es nicht böse sein, aber es hilft jetzt nicht, wenn man jetzt sagt, was hätte man eben besser machen müssen. Dafür ist es jetzt too late. Jetzt versuchen wir erstmal. Ist das jetzt die Rache für das Asus-Bashing? Fragt der Bromi. Ich bereue nichts. Also, du. Also nochmal, es ist so wenig Platz da und das ist quasi. Also es ist auf jeden Fall wenig Platz da. Da kommt man eigentlich kaum mit dem. Das ist jetzt schon feines Werkzeug, was der Cracky da hat. Würde wahrscheinlich auch Ähnliches benutzen, um da dran zu kommen. Aber das ist relativ schwer. So, erster Pin ist wieder in Position. Ah, siehste. Nur noch den zweiten hinkriegen. Jetzt kommt es mit der, jetzt kommt schon aus Erfahrung, weil jetzt braucht ja schon keine Lupe mehr. Mit der Lupe hast du halt immer so ein bisschen Probleme mit der räumlichen Wahrnehmung, weißt du? Wo du bist. So, dass dann die Hände sich anders verhalten, als wie du es eigentlich gerne möchtest. Das passiert jedem Bastler mindestens einmal. Genau. Also ich habe es schon geschafft, auf der Arbeit wichtige produktive Daten zu löschen. Dann schaut man sich das nächste Mal. Das macht man mir nicht sicher, ob ich das. Ja, leck mich doch am Arsch. Was ist denn heute dein Problem, sag mal?
dann schaut man sich so einen Stecker das nächste Mal halt einfach dreifach genauer an. Bitte einmal die 8. Okay. Mal raus, komplett. Und dann müssen wir natürlich... Also es hätte mit der Lupe hat das eben besser funktioniert. Und du jetzt auch keine Beleuchtung hast in den Stecker rein. Ja, willst du die Lupe halten? Ich halte mal die Lupe. So, halt die mal davor. Vor die Linse. So? Auch von mir aus ruhig. So, jetzt gucken wir einfach mal. Der ganz rechte sieht noch nicht ganz gerade aus, aber das ist für mich jetzt schwer einzuschätzen hier. Ja, aber sie gucken ein wenig wieder an. Also man hat nicht mehr goldene Planken. Ja. Richtig, ja. Jo. Heilige Scheiße. Stecker rein. Stecker rein, nichts mehr machen. Vier bitte. Bringt's. Sehr. Nummer 8 bitte. Und hier am Akku immer das hier. Seht ihr, das ist sehr starr. Ein sehr starres Kabel. Natürlich versuchst du das dann so rauszuziehen. Beim ersten Mal habe ich es dann auch wieder straight reingesteckt, aber. Diesmal hat es nicht geklappt. Solltest du gleich beim Reinstecken vielleicht den Akku noch nicht verschrauben, sondern erst den Stecker reinmachen, wenn ja. du dann mehr Spiel hast. Ja, 4 bitte. Okay, wir haben den Standardrahmen und die NVMe wieder drin. Der Laptop geht nicht an, wenn der Akku nicht drin steckt, ne? Doch, doch, doch. Achso, macht er. Das hat er. Der hat sich ja beschwert, dass der Akku nichts mehr macht da, weißt du? So, jetzt versuchen wir einfach hier. Schön gerade. Weiß man natürlich nicht. Kannst du das sehen? Nein. Kannst nicht reingucken, ne? Also kannst du es nicht sehen, ob die Pins gegriffen haben. Also ist auch scheiße. Ist alles so klein. Aber so ist das halt heutzutage. Ich hole den Scheiß nochmal raus. Das war's noch nicht. Nee? Nee, das ist wieder ein bisschen krumm. Der geht nicht, weil er kein RGB hat. Doch, hat er RGB. Das ist zum Beispiel bei Apple-Sachen so, ne? Wenn du jetzt die etwas älteren Geräte, lass das mal so 2015 und älter sein, da wo du noch die Möglichkeit hattest, Sachen zu fixen, wo du an Kabel drankommst, auch wenn du sie erfolgreich gewechselt hast, kann es sein, dass trotzdem irgendwelche Funktionen plötzlich nicht mehr funktionieren. Ein Arbeitskollege hat jetzt von seinem MacBook den Akku getauscht, alles richtig gemacht. Jetzt geht die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nicht mehr. Scheiße. So, es ist. Ich versuch's jetzt mit. Mit Anlauf. Mit Anlauf statt Gleitgel. Mit Anlauf, ja. Hey, sie musst du denn reinlegen vorher? Das ist sonst. Auch Mist. Bockmist. Ja,
Ja, jetzt versteht man natürlich, warum die den. Akku so als nicht wechselbar eingestuft haben, sage ich mal. So, das hat sich sehr gut angefühlt, sage ich mal. Okay. 8, please. Fokusring. Okay. Das ist schon mal gut. Wenn das schon mal auf Anhieb angeht, ne? Mhm. Ja, ja, ich meine, offiziell ist er halt nicht wechselbar, ne? Das ist halt. Das ist jetzt halt die Sache, ne? Das Problem ist halt, es wird halt auch highly dazu angeraten, natürlich den Strom von der Platine zu trennen. Und das ist halt. Das ist halt das Problem. Also, das ist sau krass. Aber ihr seht, es ist. 100 MacGyver-Head geregelt. Es ist die NVMe drin, also. Heilige Scheiße, ey. Wow. Gibt es eigentlich bei festverbauten Akkus eine Option, das Mainboard stromlos zu schalten? Okay. Hier ist ein Ryzen 7 4800H drin. Disable built-in battery. Ah, okay. That's nice. Ja gut, ThinkPad, ne? Eine andere Liga. Kurz Gerätemanager. Was hast du jetzt drin? Ja, ist die NVMe jetzt. Die NVMe jetzt auch wieder drin, ne? Was will denn GPU-Z jetzt von mir? Oh, der hat hier haufenweise unbekannte Geräte. Microsoft Display Adapter. Es geht ab. Irgendwie voll zurückgesetzt jetzt, ne? So. Ach, der hat das andere Windows gestartet, glaube ich. Der hat das andere Windows gestartet. Alles gut. Der hat von der zweiten NVMe gestartet. Darum. Okay. Ja, ja. Great. Great. Und jetzt speichern. Great Scott. Okay. Das waren jetzt die beiden Schrauben am. Das waren die in der Ecke. Die beiden Schrauben am Akku. Yo, ne? Wo haben wir die denn hingedupst? It's too late to apologize. Da liegen zwei nebeneinander. Ja, aber das sind ja aus der Ecke, meine ich. Vom Obwohl, da ist noch eine. Hey, LAN-Kabel, bleib mal, wo du bist. Alter Schwede, was mit Kabellage hier. Eins, zwei. Ah ne, ein Deckel ist ja, eine Schraube ist ja noch ein Deckel drin, dann sind das die beiden. Ja. Wir haben beide Pins wurden gerichtet und es läuft jetzt. Jetzt schrauben wir den Akku wieder fest. Oder eher gesagt, Cracky schraubt den Akku wieder fest und dann geht's nochmal an den Arbeitsspeicher mit eingestecktem Akku. Ja, war. Ja. Probieren wir es nochmal aus. Rein erstmal. Just Trident. Jetzt schaltet er auch an. 8, bitte.
Erstmal nur ein Schokoriegel. Zweiter Rahmen dabei. Wunderbare Erfindung, so eine komische Folie. Super Folie. Ja, ja, Schrauben gefunden. Festgestellt, dass eine kurze im Deckel ja steckt. So, was haben wir denn? Total RAM 16 Gig. Alright. Hat er, ja? Mal die Bootreihenfolge ändern, wieder auf die eigentliche Systemplatte. Wer hat Cracky vorhin auf die M2 SATA gebracht? Kriegt dauerhaften Bann. Big Mac Bann ihn weg. Aber gut, er hat sie nicht angezeigt im Gerätemanager, also die hat er definitiv nicht erkannt. So, hier anderes Windows sehen wir, weil ich PIN eingeben muss. Jetzt machen wir einmal CPU-Set an. CPU-Set von der Bitmap Brothers. CPU-Set. Speicher läuft auf 2933 CL18 19 1939. Dual-Channel-Betrieb. Wunderbar. So wie er soll. Er taktet etwas niedriger. Er hat aber bessere Timings und er ist Dual-Channel. Und er ist halt ein Testobjekt. Ne, optimal wäre natürlich 3600er, der ist aber schweineteuer im Laptop-Segment. Runterfahren. Jetzt machen wir einen Deckel drauf und dann gucken wir, was die Leistung sagt. Lag vorhin nicht am RAM, sondern an der Akkukirmes, ja. Also seid sehr vorsichtig, wenn ihr diesen Stecker rausmacht und ihn wieder reinfummelt, dass es wirklich gerade vonstatten geht. Ist halt so. Also, okay. Lektion gelernt. Ich finde es dennoch relativ benutzerfreundlich. Also man kommt relativ schnell an den ganzen Kram ran und du hast halt einen Zugriff drauf. Das muss man dem zugute halten. Aber das ist in der Tat ziemlich gefährlich. Meine Güte. Bastelnacht immer so aufregend wird. Nicht wahr? Wir wollten eigentlich Formel 1 fahren. Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, können wir morgen vielleicht einwerfen. Ja? Je nachdem. Tagsüber ein Ründchen drehen. Irgendeine Pop ist auf Grundeis. Ja, mir auch. Also als ich die Pins da drin gesehen habe, dachte ich mir, okay. That's it for today. Das Gerät werde ich nur noch ohne Akku am Netz betreiben können. Was aber scheiße ist, das verfehlt ja den Sinn eines Laptops. Ja. Den willst du ja auch mal portabel nutzen. Auch mal auf den Schoß nehmen. Wieder ein paar Lebensjahre gekostet. Ach, der Swinny. Oh, immer so viel Drama. Der Micha haut schon wieder ein paar Danke, Micha. Statt Formel 1 sind wir Live-OP, typisch Bastelnacht. Viel geplant und es kommt anders als man denkt. Ja, aber hallo. Habe ich das Ding jetzt andersrum als vorher? Ja, ne? Ja. Es gab ja nur zwei, die länger sind. Und die waren dann hier mittig, ne? Hab ich doch gesagt, oder? Ja, ja. I don't know, man. Ich hab da nicht gefragt. Also es gibt zwei, die länger sind. Die sind halt hier oben mittig.
Der Rest ist komplett gleich lang. Und dann aber zwei, die kurz sind. Und das sind halt hier an den Ecken hier. Fummeln macht total viel Spaß. Aber an Hardware halt nicht immer, ne? Badum-tsch. Er bekommt es nicht mit. Das BIOS wird funktionieren, aber ich werde ignoriert. Was? Mod-BIOS erstellen oder was? Mod-BIOS? Und was kann ich damit tun? Machst du das BIOS-Update? Ich wollte eigentlich erstmal gucken, wie es... Ja, geplant ist eine gute Sache. Planen ist bei uns nicht. Planen. Ja, lass uns erstmal den regulären Weg des Behälters beschreiten. Eye of the Beholder, ey. Ich geh kaputt. HyperX-Aufkleber auf dem Boden. Yippie! So dumm. Das ist immer so dumm bei Stativen. Du festschraubst und dann lässt du los. Und dann hast du ein ganz anderes Bild. Nimmst du so. Ah ja, so sieht gut aus. Schraubst fest. Geschoben. Ja, so ein bisschen raus. Ja, ja, deine Sinne erfreuen uns ja auch. Also so ist ja nicht. Soll ja alles nichts vergebens sein. Das ist das iFixit. Ich weiß gar nicht, war die Kappe vom iFixit? Maybe. Willst du die drei hier auch wieder da verewigen? Jo, das wäre total nett. Puh. LMAA, ey. Der Praktikant, ich darf das Werkzeug immer hinwegräumen. Er darf das Werkzeug wegräumen. So, hey yo! Irgendwas auch alles JEDEC hinterlegt. Und XMP. Es ist JEDEC hinterlegt und XMP. Dr. JEDEC und Herr XMP. Pinzette hat keine Spitze gehabt, ja? Lizenz. Pinzette? Pinzette. Weiß ich nicht. Pinzette statt Zigarette. Pinzette statt Zigarette. Weiß nicht, war das denn hier bei dem iFixit auch dabei oder nicht? Bei dem Tweezer? Ja, da. War da sowas bei? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ne? Das war doch nicht so da drin. So da. Hey, yo, 1886. Was geht ab? 6 mehr. Nicht ich hatte schlecht. Vorher mal 1860. Gut, jetzt hatten wir vorher natürlich mal so ein 1880er. So ein Ausläufer, so ein Ausreißer. Das skaliert aber auch nicht so gut mit RAM. Eine Magic M. Es hätte doch etwa gut gegangen. Der läuft mit 2933. 1878. Na, scheiß einfach mal auf.
bam, 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 bam. CS wird vor allem interessant, weil das sollte ziemlich sensitiv sein. Vor allem auf die, zum einen auf die Timings, zum anderen natürlich auch auf Dual Channel. Mich hat es auch gewundert bei Shadow of the Tomb Raider, dass wir nur so wenig im GPU gebunden waren. Also quasi, dass die Grafikkarte der limitierende Faktor war. Ne, da waren nur 46%. Und da hat er eigentlich, okay, ultra hohe Details. Aber das ist wahrscheinlich der RAM-Menge geschuldet. Womöglich. Wir sind bei 2933. 933. Schon zweimal geguckt. Northbridge läuft mit 1466. Kann auch sein, dass es 41% war. Sicher. Es ist JEDEC 2933 und XMP 2933 hinterlegt. Habe ich mir auch gerade hier angeguckt. Weniger Chat, mehr Stream gucken. Ich finde deinen Support Granate. Aber immer nur nach der Pfeife tanzen, Way ist halt auch doof für mich. Und ich habe es hier gerade zweimal gesehen. Kein Problem. So. 4225. Das ist weniger als zuvor. Und wahrscheinlich sind wir wärmer als zuvor, weil wir den jetzt schneller hinterhergejagt haben. Was denn das? Was denn das denn? Rechts fehlt was vom Bild. Nö, alles drauf. Ja gut, ist halt Full HD. Das ist 125% Textskalierung geschuldet. Habe ich extra eingestellt, damit es besser für euch lesbar ist. Und Windows macht es default bei dem Display auch an. Ich hatte es dann runtergestellt, dann sieht es sehr schön crisp aus. Aber es liegt an der Skalierung. Ryzen Master auf dem Laptop läuft doch nicht. Und Ryzen Master zerballert alles. Wenn es laufen würde. Ich will nicht an Timings drehen, ich will das so machen, wie das Otto normal auch machen könnte. Sinnigerweise. Die Akkupins verbiegen, sie erst wieder gerade biegen und dann vielleicht ein RAM-Upgrade. Smart X, das habe ich leider nicht im Kopf. Aber hört sich, glaube ich, ganz gut an. 4148, ja gut, jetzt ist vorbei. Besser oder was? Nee, das ist jetzt schlechter. Schlechter als vor dem RAM-Wechsel? Ja, aber gut, kann jetzt einfach sein, dass er jetzt ich jetzt zweimal nacheinander durchgeballert habe und den 20er vielleicht schneller nachgeschoben habe nach dem 15er, dass die CPU dann in dem Moment etwas wärmer war und deswegen die Performance etwas schlechter ist. Das kann sein. So, Quercetrix RTX 720p. Check. Safe Game laden. 92 FPS. Hey June. Hey June. Und taktet die GPU denn jetzt so hoch? Weil sie noch kalt ist. Scheiße, wir müssen zocken. Ja, wir haben eben ein bisschen gespielt bei Quake 2, ne? Naja, GPU war schon warm dann. Naja, du hast den Laptop seit 2 Tagen. Ja. Warum ist dein Safecamp vom 12. Januar drauf? Du musst uns das mal erklären. Nun ja. Ich bin AMD-Mitarbeiter. Mach immer nur Werbung für die. Und Nvidia sponsert mich seit kurzem auch. Genauso wie Asus.
Obacht, Ironie detected. Jetzt, wo du die Pins verbogen hast, kriegst du von Asus auch nichts mehr erwarten. Ja, echt, ey. Wer hat denn hier auf Nacht gestellt? It wasn't me. Mir wurde gesagt, ich soll das tun. Schön. Huschau. Hier gibt es Ironie? Ja. Heute sogar Ironie. Zweimal Ironie zum Preis von einem. Two times the irony. Und das ist ja auch gar nicht negativ gemeint. Ich kann damit sehr gut leben. The Raven. Raven mit 23. Was geht ab? Hallöchen. Hey. Ich muss die Brücke lauern. Ja, noch nie gehört. Was habt ihr denn getrieben? Grüße euch. Hello and welcome, Raiders. Was musst du tun? Ja, ich sehe nichts mehr. Die Kanäle gehen. Die Kanäle. Unten. In die Fresse. Was heißt denn, das sind 50% mehr? Das sind ja 100% mehr. 50% mehr würde ja heißen, ich bin nur die Hälfte von Cracky wert. Double the gap battery. Valorant gespielt. Valorant. Alright. Macht auf jeden Fall Spaß. Sehr CSGO-like. Ja, ja, das ist die RTX-Version. Wir haben hier ein Asus... Ich bin Regie. Ja, verstehe. Wir haben hier so einen TUF-Laptop mit dem Ryzen. Ryzen 7 4800H. 8-Kern-Prozessor und halt eine RTX 2060 drin. Ach, du hast keine zwei Pins verbogen. Nee. Aber Daddle Junkie, ich habe ein neues Lenkrad. Ich habe tatsächlich ein unheimlich gut erhaltenes, so gut wie nicht gebrauchtes G27 geschossen. Für einen Top-Preis. Ich glaube, jetzt haben wir die Temperatur wie zuvor auch. Was haben wir hier? 92 FPS, ne? Ja. Computer updated. Oder kann ich den Daddle Junkie direkt was fragen? Ich habe nämlich, die haben mir bei dem Paket einfach ein paar Thrustmaster Pedale beigepackt. Aber der Stecker, der da dran ist, das ist ja irgendwie so ein, sieht aus wie so ein Telefonstecker oder so ein Netzwerkstecker. Also mit dem Ding kann ich doch eigentlich nichts anfangen, oder? Oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit und manche machen das und holen sich von einem anderen Hersteller? Ah, da gibt's Adapter, okay. Das ist doch im Hintergrund jemand Stoppsock. Ja, das Ding schreit. Definitiv. Gut, da läuft halt jetzt auch schon sehr hardwarehungrige Spiele bis jetzt, ne? Also, ja. Sag mal, wenn du hier jetzt mal ganz gemütlich so ein bisschen. USB, so ja, Laptop ist halt so, ja. Das ist the price of freedom. Price of 144 Hertz. Sind die Thrustmaster Pedale denn besser als die von Logitech? Wenn man das so pauschalisieren kann, da gibt es ja wahrscheinlich auch gute und weniger gute, oder? Mit Sicherheit, ja. Also wir hatten vorhin an der Wand 300. Nee, die Standard nicht. Also die Standards sind nicht besser. Gespannt. Ja? Oder die Standards sind genauso gut. Und was heißt das? Fährst mit 6 Pedalen. Was denn? That's why you're still a kid. Über 400 FPS. Ja, CSGO geht, ne? 100 FPS mehr, Baby. Das ist schon okay. Ich habe ja gesagt, CSGO skaliert da drauf. Dann merkst du den Vorteil. Zum einen Latenz, zum anderen halt Dual-Channel natürlich. Ja gut, Quake 2 hängt halt brutal im Grafiklimit und das hier ist eher CPU-limitiert. Und wir hatten im Benchmark zuvor 70 FPS im Rauch, haben wir uns gemerkt. Und der Benchmark hatte 173. Aber der erste Rauch war das, ne? First Rauch of the Season.
Wahrscheinlich wird Rauch ähnlich sein, weil das halt GPU-Limit dann ist. Aber das darf die Frage erlaubt sein. Das ist jetzt natürlich die Lautstärke, die du hättest, wenn du CSGO spielst, ne? Ja. Ja, ja, das ist identisch. Das ist ja auch GPU-Limit in dem Moment. Die GPU geht auf 100% und YOLO. Aber man kann halt auch an der GPU pimpen. Ja, es ist ein Budget-Gaming-Laptop. Du kriegst einen 8-Kerner-Prozessor und eine RTX 2060. Du kannst mit dem Ding auch streamen. Ich meine, da ist auch nur eine 720p-Webcam drin. Ich glaube, mit Licht macht die einigermaßen Bild. Aber ohne Licht siehst du dich einfach nicht. Ja? Ob es mit besserer Paste getan ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Grundkühlprofil bisschen mehr. So, wir haben 232 FPS. Ja, das sind 60 mehr. Ja. Gute Nacht, Spaceman. 1100 Euro Budget Gaming? Ja, anscheinend heutzutage schon. Also, ich bin auch overgerascht. Ja, gut. Ja, was? Ja, gut. Budget Gaming ist vielleicht der falsche Ausdruck. Performance Gaming. Keine Ahnung, du kriegst ein 144 Hertz Display. Allein das ist ja schon teuer. Also das kostet schon Geld. Ja, mit Adaptive Sync, also mit FreeSync Technik, also kein Tiering mehr. Full HD. Ja. Hochmodernen Prozessor. Wie gesagt, du kannst mit dem Ding halt auch streamen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit Probleme gibt. Wir werden damit mal streamen. Ich werde damit mal just for fun, werde ich einfach mal einen Stream anwerfen. Und mal gucken, wie das eingebaute Mikrofon ist. Da ist ja noch Mikrofon integriert und so ein Kram. Was das kann. Ob das was kann. Das Ding hat Dunst. Du kannst damit Videos rendern und so. Ja, du brauchst gute Ohren. Oder halt musst halt Musik hören. Oder whatever. Ich sehe das tendenziell halt auch als natürlich als Nachteil. Da will ich auch keinen Hehl drum machen. Ja, ihr müsst aufpassen, das Ding gibt es auch haufenweise mit der GTX 1650 und die ist ein gutes Stück schwächer als jetzt hier die ATX und kostet dann nur 100 Euro weniger oder so. Blöd sind halt die 8 GB. Es gibt auch eine 16 GB Variante, kostet dann aber 100 Euro mehr. Und wenn das dann halt auch das lahme Timing ist, dann fährst du halt günstiger, wenn du selber den RAM upgradest, solange du nicht den Akku dabei kaputt fummelst. Kopfhörer mit Active Noise Cancelling. Ich finde den Preis in Ordnung. Man muss, ganz ehrlich, man muss halt, wenn hier so 231, ein FPS weniger. Wenn so ein Sticker da drauf ist, wenn das ein Produkt ist, mit einem AMD-Prozessor, ja? Dann hört sich das blöd an, aber man muss nehmen, was man bekommen kann. Die Auswahl ist wirklich nicht groß. Und ich finde, dafür, dass das jetzt wirklich der erste Kick-Ass-Notebook-Prozessor ist, ist das ein relativ fair designtes Gerät. Und das, der hat Military-Grade. Der hat Military-Grade, ja, das ist alles Werbescheiße, aber die Tastatur ist okay. Das Layout ist gut, finde ich eigentlich. Das ist natürlich keine mechanische Tastatur. Aber Self-Cleaning, ja, geil, oder? Und man kann halt aufrüsten. Das finde ich auch nett. Und man kann RAM kaputt, man kann den Akku kaputt fummeln. Finde die Tastatur übrigens super. Lässt sich gut drauf tippen. So, dann haben wir noch Tomb Raider. Dann sind wir schon durch. Yippie. Bin ich gespannt, was der Berg macht. Roll dann nach links. Ich habe halt auch Beat Saber mal installiert. Also die Oculus da mal dran hängen. Dann hängst du das Ding auf den Rücken. brauchst du nur so eine Powerbank, die hier 230 Volt liefert, damit das Ding auch mit Volllampf läuft. Ich bin noch auf der Suche nach guten Verlängerungskabeln für
für die Sensoren und für die Oculus selbst, damit ich die auf der großen Fläche im Keller spielen kann, weil jetzt ist da kein Platz. Mhm. Jetzt müsste ich die Kameras anders stellen, das heißt, das eine Kabel müsste ich länger laufen lassen und da suche ich noch eine gute Verlängerung für. Da hatte doch der der Bersi hatte doch gute Verlängerungskabel damals. Ja? Ja. Der hatte doch aktive Verlängerungen, mit denen das gut funktioniert hat. Okay. Was war vorhin? 190 Watt? Ja, ich meine, 130, oder? So, heading into the game. Vorhin hatten wir 73 FPS beim Rumstehen und in den Dschungel gucken. Ja, hörbarer Staubsauger. Ja, 16 Frets ist schon... Hausnummer. Ich bin noch da. So weit weg. Ich bin noch da. Got you back. Got you back. Dann halt nicht. Ja, ist gut. Gleiche Performance. GPU-Limit. War nicht anders zu erwarten. Ich hab's doch den Mattes vorhin gesagt, ne? Bildschirm und Grafik. Das Hauptmenü gehen und dann kann man auch den Benchmark aufrufen. Und es gibt halt von Crucial gibt's ein Notebook RAM Kit, das habe ich jetzt gesehen für 160, aber das sind 32 GB und DDR4 3200 mit Timing 16:18. Also nochmal bessere Timings als der RAM hat, höherer Takt als der RAM hat und halt 32 GB. Höherer Takt. War jetzt aber auch ein Angebot. Weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Los Niños, den Packe. Und das ist schon nicht. Das ist schon, hat mich schon sehr angelächelt, aber ich wollte erstmal generell gucken. Ich glaube, jetzt sollte ich den zurückschicken. Hey, Notebooks billiger, hat mir nicht gefallen. Hab die Pins kaputt gefummelt, hat auch keiner gesehen. Nur ein paar hundert Leute. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Danke. Aber wie will man denn überhaupt auch so ein Gerät eine Kühlung einbauen, die leise ist? Dafür müsste das Ding einfach dicker sein. Aber das ist ja auch relativ auch schlank gebaut und ich finde es halt auch echt angenehm von der Höhe her, wenn du auf der Tastatur liegst mit deinen Flossen. So, jetzt müssen wir die Frametime ein bisschen beobachten. Die war nämlich vorhin sehr unrund, als das runtergefahren ist. Jetzt hat sie auch so ein paar Spikes. Und ab jetzt war sie quasi Sinuslinie. Nacht Cyber Uno. War auf jeden Fall ruhiger. Frag mal MSI, die haben das besser gemacht. Okay. Aber ich glaube, das MSI kostet nicht 1100, oder? Mich lacht vermeintliche Preis-Leistung halt immer an. So, ist der Berg sofort da oder nicht? Ja, der Berg ist direkt da und ploppt nicht erst später auf. Sieht schon besser aus. 16 Gig sind schon sehr empfehlenswert. Es sei denn, man spielt nur so Popelsachen wie LOL und... Also merkt euch 8 GB mehr für den Berg. Genau, holt euch 8 GB mehr für den Berg. Wir trinken zu wenig, Mattes. Es ist nichts da, was sollen wir trinken? Wasser. Aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, Freunde. Nicht? Nee, nee. Jetzt packen wir gleich den dicken Akku aus. Der Praktikant ist den Chef Wasser holen. Der
Practitioner. Ich hoffe, du hast trotzdem Späßchen. Was sind mit diesen Kichererbsen? Ja, hau rein. Ach, die sind nicht frittiert. Nee, das ist ganz wichtig. Nicht frittiert, nichts mehr machen. Kühlakku aus dem Eisfach. Kühlakku aus dem Eisfach. Darf ich mal ironisch blöd antworten? Kann wer ein Case empfehlen für zwei Systeme in einem Case? Tisch. Was? 73 FPS. Leck mich am Arsch. Entschuldigung, vorher waren es 66. 98% GPU gebunden. CPU hat jetzt Full Support. Reinhold Messner wäre neidisch. Dann hätte er noch all seine 10. So, ich muss schon wieder wohin. Jetzt ist es quasi so, wie ich es auch letztens schon gebenchmarkt habe in der gleichen Szene, dass ich im Benchmark die gleichen FPS habe wie im Hinteralara rumstehen. Wir haben noch zu trinken hier, hat es nur nicht gesehen. Steht da an der Tür. Passt auf, Freunde. Der MSI Afterburner ist ja so ein tolles Tool. Das ist wirklich ein super Tool. Bombentool. Es gibt hier den OC-Scanner. Den habe ich ausgeführt. Und dann wird für die Grafikkarte eine wunderschöne Spannungskurve erzeugt, die anders verläuft als das ursprüngliche Gerät. Das heißt, effektiv wird weniger Spannung angelegt und wir erreichen dadurch mehr Takt. Und jetzt starten wir nochmal Tomb Raider. Im Treiber von Nvidia habe ich leider keine Option gesehen, nur die interne zu benutzen. Kann ich das bei MSI Notebooks auch tunen? Ich denke schon, dass das mit entsprechender Nvidia-Grafik geht. So, wir hüpfen ins Spiel. Vorhin hatten wir hinter ihr 73 Bilder pro Sekunde. Schredder! Mahlzeit! Danke für die Bits! 73 FPS und jetzt sind es 77. Und die GPU taktet jetzt auf über 1600 MHz. Knapp 100 MHz. Circa 100 MHz mehr. Aber auch unser Strom. Ist unser Stromverbrauch gestiegen? Wir können es direkt ermitteln. 150. Wir gehen jetzt mal hier. Das ist Default. Ne, Stromverbrauch ist identisch. Nur wir sehen es jetzt hier. 1540, 1530 und wir sind wieder bei unseren 73, 74 FPS. Ballern jetzt hier die Kurve wieder rein. Und haben jetzt 77 und hier etwas über 1600. Die Temps sind der aktuellen Leistungsanforderungen entsprechend. Das ist alles okay. Die Dinger takten sich auch entsprechend runter. Ja, OC-Scanner ist eine Sache von so 20 Minuten. Wenn ihr den MSI Afterburner installiert habt. Ich guck mal, kann ich euch das, ob ich das euch einmal so zeigen kann, pur. Ich wollte jetzt den Benchmark nicht verfälschen. Das Ding hat ja auch einen HDMI-Ausgang. So. Dann geht ihr
hier auf OC und dann klickt ihr auf Scan. Dann macht ihr 4 Tests komplett. Wenn der dann damit durch ist, ist ganz wichtig, dann kommt ihr hierhin zurück und dann steht hier Curve. Dann müsst ihr hier das Häkchen noch bestätigen. Und dann speichert das schön als Profil ab. Ja, also das, also einmal mit Häkchen bestätigen, Diskette speichern. Das ist jetzt hier meine Einsackkurve und das ist Default. Welches Skin hast du? Das, was standardmäßig drin ist. Don't know, wie das heißt. Keine Ahnung, ob ich jetzt die Performance beeinflusse. Was ist los? Was denn Kreis? 1000! Oh shit! Weil ich ein HDMI-Kabel angeschlossen habe. Alles bricht auseinander. Sieht jetzt hier auch lustig aus. Guck mal hier. Buff, buff, buff. Bitte? Der Ton rauscht sehr laut. Ja, das ist der Lüfter in dem Gerät. Hier hört man halt alles. Guck mal, ich habe 77 FPS fast. Und eben an der Stelle? Nur 73. Wird schneller, weil ein HDMI-Kabel dran ist. Nein. Nvidia-Grafikkarten und der MSI Afterburner sind gute Freunde. Denn es gibt hier den OC-Scanner. Das ist ein Overclocking-Scanner-Tool. Er geht so alle möglichen Spannungszustände, also wie viel Millivolt lege ich an, wie viel Spannung lege ich an, durch, vollautomatisch, das dauert so 20 Minuten. Und dann kann man am Ende sagen, yo, übernimm mal hier diese Spannungskurve. Das ist im Prinzip das, was du vorhin in 7 Stufen bei der Vega gesehen hast, in super filigran für die Nvidia. Und wenn man das dann übernimmt, resultiert das darin, dass die Karte fast 100 MHz höher taktet und wir halt 4 FPS mehr haben. In der Region. Not bad. Ne? Das ist prozentual schon ums Fallera. Wird sich, denke ich, ähnlich auf den Benchmark auswirken. Lassen wir jetzt mal außen vor. Dann lieber nochmal Quake und nochmal CS und dann ist auch gut für heute. Ich hab nicht geklickt. Du hast geklickt, aber so cool. Die Maus ist kacke. Ammo. Ammo. Nee, 98. Was haben wir eben da? 93. Ja, gut. 5 FPS, ne? Gut, Karte wärmt noch ein bisschen auf, geht dann wahrscheinlich noch ein bisschen runter. Das sind so 4 FPS oder so, 97. Welche Capture ist denn das jetzt? Polygonexplosion. Ja. Macht heute keiner mehr. Nee, Ronny, nicht vertun. Das ist jetzt ein zusätzliches GPU-OC. Achso, du. Ja, ne, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, gucken wir mal, wie viel es bei CS heißt. Ja, die RTX-Version haben sie über Vulkan realisiert. Valkenheimer. Valkenheimer. Lecker trinken. Gute Nacht, Psyno. J-Psyno Number One. Ja. Schalten Sie bei Mettes ein! Schmettes! Wenn Sie sich über 300 Euro Tankdeckel und 40 Jahre Schmettes auf dem Planeten unterhalten wollen. Und Regale, die andere Tiefen haben. Was gab es noch für Breaking Stories? Breaking Mysteries? Broken Mysteries? Ich glaube, das sind alle Fettnäpfchen. Und Hidden Mysteries? Horrible Histories. Horrible Histories, Hidden Mysteries. Er gibt die Bilder gerade übrigens parallel aus. Das ist ziemlich lustig.
Nochmal ein paar FPS mehr. Doppelscreen. Trinken Sie mehr. So, ja, gucken, was du noch rauskriegst, wenn du das Bild hier ausschaltest. Das ist nur noch auf dem extra. Ach so. Ja, die Wand sagt nicht wirklich mehr, weil die GPU läuft hier auch mit fast 2 GHz. Wand ist CPU-Limit. Aber im Rauch sollten wir jetzt mehr Dampf haben. Im Rauch mehr Dampf. Ich übertreffe mich jedes Mal wieder. Was bin ich happy, dass ich diese scheiß Pins gerade gebogen habe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war echt... Nein, ich denke, man kann nicht viel falsch machen, mal eben Rahmen zu tauschen, ne? Wir brauchen schon Schlaf, ja. Laptop Vaku. Wir haben hier mal 22 Millisekunden Display-Latenz. Der Monitor im Hintergrund war gerade... Gut, Way, ist es ein HDMI-Splitter dazwischen? Don't forget this. Und? Ah, 71. Aber unten über 70 geblieben. Die Laptop-Uhr ging eine Stunde nach. Ja gut, weil sich das Ding auch komplett resettet hat, der Sack. Was hat sich denn Hardware-Unbox aufgeregt? Über die Latenz des Screens oder was? Ich habe auch den Eindruck, die betreiben immer so Nitpicking. Nit. Das Teil ist ein Plastikbombe, aber was willst du auch bei dem Innenleben erwarten? Für den Preis. Voll Magnesium Case. Mit passiver Wasserkühlung. Schieß mich tot. Die wollen immer alles haben. Naja, Erbsen zählen halt. 234 ist CPU-Limit, gnadenlos. Da bringt das OC überhaupt nichts. Die Bildschirmlatenz 22 Millisekunden bei 144 Hertz, glaube ich. Achso, du meinst vom Aufbau her oder was? Das ist zu lahm ist oder wie? Gut, ich hab lange keine Laptops mehr gehabt. Wahrscheinlich gibt es viel bessere da draußen. Aber haben die das 17er gehabt oder das 15.6er? Ich finde das schon voll in Ordnung. Und du kannst auch Performance rausholen, wenn der Bildschirm aus ist. Das würde mich mehr echt interessieren. Wenn du jetzt nur auf einen externen Monitor spielst, aber wenn, ja, okay, wenn der am Strom hängt und du den zuklappst, dann läuft der doch wahrscheinlich auch nur über... So, jetzt ist er doch... Kannst du den jetzt zuklappen auch? Ja, Freunde der Nacht, Windows 10 Freaks, Laptop-User, wo ist die Option hin, dass das Gerät anbleibt, wenn ich den Deckel zumache? Wo ist die Option hin? Wenn es am Strom hängt, ne? Ja, ich hab die in der Energieverwaltung nicht gefunden. Ich hab die da, genau da habe ich die nicht gefunden. Wo haben die das hier versteckt? Ich war in den erweiterten Eigenschaften, da war normalerweise... Also ich war hier. Steht auf High Performance. Why this? No one knows. Und dann war ich hier. Und hier war normalerweise, was passiert, wenn Deckel zuklappen. Aber ist nicht dabei. Links. Netzbetrieb und Energiesparen? Nee. Akku? Eins zurück. Geh mal eins zurück. Also nach links. Nee, Pfeil nach links. Da ist es. Danke. Da, Netzbetrieb. Dankeschön. So.
CSGO braucht einen Moment. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Das ist mein Gym angegangen. Okay. Sind wieder beide an. Ja, für mich interessiert sich das immer so von wegen, ich meine, für das Gerät hast du jetzt keine Dockingstation, aber es kann ja sein, dass du trotzdem einen Bildschirm hast, Tastatur und Maus, klemmst die an, ja, und lässt das Ding halt geschlossen daneben stehen, ne? Ich glaube, CS mag diesen von Windows den Umsteller den nicht. Den On-the-Fly-Wechsel nicht, ja. Mach das doch einmal zu. Kill it! Kill it with fire. Ah, ist das gut. Ich weiß gar nicht, ob die Agesa dabei stand. Habe ich noch nicht geguckt gehabt. Was? Ach du Gott, der klappt. Warum hast du es denn aufgeklappt? Weil ich Escape drücken wollte. Brauchst du doch gar nicht. Jetzt müsste er ja aus sein, oder nicht? Warum? Das ist doch eingestellt, dass er nicht ausgeht. Jetzt müsste der Bildschirm aus sein, meine ich. Der Bildschirm ist mit Sicherheit aus. Ich muss ganz leicht anklappen und gucken, ob es anfängt zu leuchten auf der Tastatur. Ist aus. Reicht schon. Der Mon Mon. Weiß ich nicht, 420? Gut, ist jetzt mit dem OC dabei. Wenn der Bildschirm zu ist, wird es wärmer. Nee. Ich glaube, bei dem Kühlkonzept macht das tatsächlich nichts aus. Weil das komplett unten drunter abläuft und hinten. Hier ist es auch offen quasi, wo das große Scharnier ist. Ist halt auch, diese Riesenscharniere sind halt auch sehr anfällig. Muss man halt auch mal Piano sein. Hier sind wir, da ist Abluft. Ist gar nicht richtig zu. So, jetzt aber. Und da und da. Es läuft alles komplett hier unten drunter ab. Es ist auch nichts, was du im Bett auf den Schoß nimmst. Das funktioniert auf keinen Fall. Das ist ja bei Laptops sowieso nicht unbedingt so. Nee, also ich meine, gut, es gibt welche, die das halt nur seitlich organisieren. Aber wenn ich bedenke, durch was für Popelritzen der hier die Luft ansaugen soll. Funktioniert. Seht ihr das? Also quasi hierdurch und da irgendwie so. Das ist halt dann so Self-Cleaning. Warum hat man da nicht mal so ein gescheites Gitter hingeballert? Und dafür ist halt hier der Exhaust ist relativ offen. Was ist mit einem Cooling Pad drunter? Da machst du dir die ganze Ergonomie kaputt. Und ich glaube auch nicht, dass das dann für ein leises Gerät sorgt, im Zuge dessen. Was höchstens noch ganz gut sein kann, ist, wenn man so ein Ding hat, was man da drunter tun kann, dass es so ein bisschen aufbockt. Also achso, aufbocken, kann, ne? ja. 240, nee, ist unverändert. Ne? Okay. Ich hätte halt gedacht... Oder meinst du, wir haben jetzt mehr Strombudget, weil der Monitor aus ist? Ja, der Bildschirm zu betreiben und das mit 144 Hertz wird den Laptop ja mit Sicherheit auch Performance kosten. Ja. Dann müsstest du jetzt eher nochmal Tomb Raider ausprobieren oder sowas. Ich häng mal die Tastatur dran.
So, weil es kann halt sein, ne, dass du nach Hause kommst, willst halt zocken, stellst den, hast zu Hause noch einen großen Bildschirm, wo du spielen willst. Die Kabel hier liegen immer da rum. Ja. Angeklemmt, feuerfrei, weißt du? Ja. Shadow of the Moon. R15, ja, habe ich auch schon überlegt. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist der Bildschirm ja aus. Der wird ja auch seine paar Watt ziehen. Ob wir dann jetzt auch wieder an die 150 Watt ballern. Watt? Zur Verfügung bekommen. Ja, mit Sicherheit, weil das ist ja gekauft. Das ist nichts sponsert hier. Da mache ich keinen Witz draus. Ich meine, sieht doch so ein 22 Zoll, sieht schon ein bisschen anders aus. Schlecht oder besser? Nein, das ist halt ein größeres Bild. Ne? Ja, das heißt. Also, wie gesagt, mein Arbeitslaptop, den stelle ich ja auch nur zu Hause hin und klemme den halt an. Was sagt der Stromverbrauch? Das ist tatsächlich etwas niedriger. Cracky, Pech gehabt. Hä? Naja gut, du müsstest ja jetzt den Stromverbrauch vom Bildschirm dazu rechnen, im Endeffekt. Jetzt nur auf dem... Ja, der Stromverbrauch vom Laptop selbst ist jetzt geringer, das ist klar, aber... Du benutzt ja Das ist aber ähnlich. Du benutzt einen externen Bildschirm, okay. Und FPS, tut sich da was? Nö. Ja. Ist gerade tendenziell sogar ein bisschen niedriger, aber das schwankt ja eh immer so ein bisschen. Aber das ist ein fucking Laptop und das ist fucking Shadow of the Tomb Raider. Ja, fast aus, als würde es besser als bei mir laufen. Vermutlich, möglich, könnte. Was? Was hast du denn für Einstellungen von dem Spiel? Das ist ultra hoch und jetzt Full HD, ne? Was? Wie läuft das denn besser als auf meinem Hauptkiste? Also läuft aber auf einer Vega 56, auf einer Vega läuft das aber ähnlich. Das Shadow ist ein bisschen besser optimiert als das Rise. Weiß gar nicht, es gibt ja noch Nvidia Mogul Technik. DLSS ist aus. Raytracing ist natürlich auch aus. Wenn du Raytracing anmachst, Mittel geht nur. 64. Ab hoch wird's eklig. Das ist die Verschattung halt. Also hier haben sie Raytracing für die Schatten benutzt. Das ist dann Ultra, dann hast du 30 FPS. Das ist halt so, je nach Szene ist es imposant. Ich find's aber nicht ganz so markant. Ich hab's aber auch noch nicht so krass ausprobiert. Und da den Unterschied so pauschal zu zeigen, ist halt auch relativ schwierig. So hier, das ist dann nur so halbtransparent. Auf Ultra. Weil es halt Blätter sind oder so, weißt du? Auf Mittel ist es dann sehr grob. Und das ist aus. Unterschied zwischen Aus und Mittel gab es jetzt aber nicht wirklich, ne? Nee. Also das FPS frisst. Ja, Aus macht aber auch an anderer Stelle, also Mittel macht aber auch an anderer Stelle etwas. Aber nicht im Beispiel von den von diesem Blattschatten, sondern ich glaube bei der Verschattung von Lara selber oder so. Es ist... Ich finde es ganz nice, aber es ist... Nicht so der Eyecatcher wie bei so einem Spiel, was halt komplett darauf basiert, was alle Effekte umsetzt. Ne, die Spiegelung tangiert das zum Beispiel in dem Spiel halt nicht. Haben die halt nicht gemacht. Wäre halt auch too much. Too much für die Grafik. Aber jetzt haben wir Tearing hier. Kein FreeSync an. Aber gut, ist auch der wegen dem HDMI-Splitter. 1080p60, ja. Für einen ollen Laptop. Leppi.
Ja, mir fällt auch alles zu. Ich bin nämlich matschig. Matschig, matschig, man. Ein schönes Gerät. Wesentlich ausufernder geworden, als ich es gerne gehabt hätte. So, Way wollte noch wissen, was hier für eine AGESA laut CPU-Set gemeldet wird. AGESA. AGESA. Laser. AGESA 404. Nicht gefunden. So. Warum ist er überhaupt auf High Performance gegangen? Man weiß es auch nicht. Hyper. Vielleicht war deswegen der Cinebench so gut. Oh no, Steam läuft noch. Oh, hier ist er ordentlich warm. Da wird kein guter Score. Wenn er kühler ist, dann taktet er eigentlich so auf 3,9 auf allen Kernen. Aber dann gibt er gerade richtig Gas. Ja, 1680 nur, ja. Das ist schon ein schönes Arbeitstier trotzdem. Wieder. Ja, gekühlt wird hier. Ja, ja. Das ist aber interessant, wie ja so ein Standard-Windows-Betrieb von der Lautstärke ist, wenn du jetzt nur ein paar Mails bauen. Ja, oder wenn du nur auf Akku läufst, dann läuft er natürlich auch mit angezogener Handbremse, was die CPU angeht, dann schaffst du einen Score von 900 oder so. Fast die Hälfte. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall dann deutlich reduziert. Ah, schon 1744. Nochmal. Für 100 reicht auf jeden Fall. Hohe Speed. Ne? Für 100 reicht er. Und es läuft wieder. Ja, aber hallo. Bisschen Tabellenkalkulation. Das kann man schon mal machen auf so einem Ding. Bisschen Wort machen. Wortmann. Wir machen jetzt auf jeden Fall den Föhn aus und sind auch hier fertig für heute. Gar kein R20. Willst du R20? Wozu? Brummel den R20 noch nicht gesehen hat. R20. Nicht Single Core, das dauert zu lang. Stop it. Nach Quad. Mach die Quad. Stimmt, gerade ist reingekommen und das Beste verpasst. Oh, Ronny, du bist doch schon länger dabei, oder nicht? Ich kann gerade nicht folgen. Und werden die Temps bei GPU technisch kritisch? Das ist unterschiedlich. Nein, ich meinte Bromi. Ach so. Nee, das glaube ich nicht. Bromi träumt mich vielleicht nur. Bei Bromi muss man vorsichtig sein. Moorhuhn. Ich hab immer noch Bromis Mischpult. Bromis Mischpult. Das läuft und läuft. Ja, das freut den Bromi bestimmt auch. Ja, es wird genutzt, ausgiebig. Every day. Every day, Burgerface Day. Burgerface Day? Burgerface Day in the morning. Burgerface Day. Wait a night. Ich würde nie trollen. 4004. Wenn kühl 4,2, ja. Da muss Wasser rein. Super, damit ich nachher nochmal in einer Stunde wieder auf Klo muss. Der hat sogar eine integrierte Grafik, ja, aber die wird halt im Windows genutzt. Das nutzt auch die Löcher des Mischpuls. What? Löcher? Wenn so ein Idle mit 15 Watt? Löcher. Teach.
was ich mir hier tippe. Alles. Was haben wir jetzt? 22 Watt oder was? So. Volle Qualität, volles Bild. Mega Verwirrung. Takes a moment, but then it will happen. Du kannst auf jeden Fall schon mal ohne Probleme Twitch in Fullscreen gucken, ohne dass er pustet. Oh Mann, ey. Einfach so. Das ist bescheuert. Sub jetzt da hinten. Entwickel dein Eigenleben. Ja, hier geht das Trinken, ne? Aber bei WarioWare war das nix. Ne? Was? Ich sag, hier geht das Trinken, aber bei WarioWare war das nix. Bei WarioWare. Das ist so doof. Müde kommt blöd, wie war das? Ich finde das gerade lustig. Man erwartet irgendwie noch, dass da nochmal das passiert, aber das passiert halt nicht. Weil es nicht echt. Ah, herrlich. Deluxe. Es gibt jetzt Störungen in der Matrix. Ja! Und der Hintergrund freut sich rechts die Steckerleiste. Die blinkt da so vor sich hin. Die blinkt so. Ja, so voll Späßchen, ey. Freunde, war schön. Wir haben nicht ansatzweise das gemacht, was wir machen wollten. Strangers in the Night. Aber morgen geht's weiter. Morgen. Jetzt erstmal Bett. Dachsüber machen wir sicherlich eine Kleinigkeit. Ein, zwei Stündchen. Gucken wir mal. Kannst du mal einen LKW rückwärts fahren? LKW rückwärts fahren. Das ist so cool. Vor allem das Schalten, ey. Erster Gang, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Um kurz vor vier. Okay, so viele Gänge, ja? Okay. Ja, der 12.
That could be funny. Guten Morgen noch da. Was habt ihr denn gemacht? Fast einen Laptop zerstört. Dicken RAM eingebaut. Leistungen verglichen. Stecker versucht zu löten. Hast du nicht noch Lust auf Vaku basteln? Sag mal, links, rechts eingebatscht. No. So, come on. Locomotion. Spät. See you tomorrow. See you later. Habt eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für euren Support. Rapport. Habt eine gute Nacht. Ihr wisst Bescheid. Der Gerät wird laut. Der Gerät ist leistungsstark. Der Gerät ist auseinandernehmbar. Der Gerät kann man schnell kaputt machen. Der Gerät war lustig. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was hier heute passiert ist. Wieso ich so war? Ich bin so happy, dass der Mattis da war. Da ist. Gute Nacht. Good night, good fight. Schulz!